Wir sind auf Sendung. Geil, yes. Baby. Langfutter sind immer auf Sendung. Baby. Geil, geil. Aber Dings, warum treffen Flair, ich hab dich in meinem Podcast. Yes. Willkommen in der Hölle. Yeah. Nochmal Oma-Applaus. Einmal Oma-Applaus. Nee, aber geil. Besser, wie sagt man? Bestes Interviewformat. Ich war noch nie so, wurde noch nie so bedient. Mit Shisha, Kaffee, alles am Start. Und das sind nur die offiziellen Sachen. Ja. Wir haben dir alles angeboten, du weißt. Naja, ich weiß. Aber was wir dir ganz krass empfehlen können, ist dieser Energy Drink. Ich weiß, Daisho. Hast du schon mal gesehen? Verfolgt mich schon seit den letzten Jahren bei Davut, jetzt bei euch. Dings, Attila Hildmann soll mal Daisho Light machen. Dann würde ich das auch jeden Tag trinken, weil ich bin so ein, du weißt doch. Ist das Thema Aspartan, ne? Ich habe ja auch viel durch Aspartan abgenommen, weil ja. Ich echt ein Cola-Trinker war, 5 Liter am Tag. Ja. Die Kilos sind runtergeputzt durch Light, aber viele von meinen Homies pöbeln echt krass auf dieses Aspartan. Das ist wohl aus der Schweinezucht ja. Ja, irgendwie halt, entwickelt ja. Worden. Ja. Aber abnehmen tut man ja. Ja, das von ist Crystal Meth übrigens auch. Also. Ist auch immer ein Unterschied, ob man jetzt sich gesund ernähren will oder Diät macht. Also weißt du, wenn ich jetzt jeden Tag dann nur Fleisch esse und pumpen gehe, dann ist auch nicht gesund. Auf jeden Fall. Digga, warum hast du gesagt, dass hier zu viel Zucker drin ist? Wo steht das? Ich meine, du, die sind da Carbs drin und ich gucke dann immer rauf und dann sehe ich hier Kohlenhydrate 8,8 Gramm, davon Zucker 8,7 Gramm. Ach so, ja, genau. Weißt du, also ich meine, der Attila, ich kenne ihn gut, der achtet ja auf, dass die Inhaltsstoffe top sind und so, deswegen gesund, also diese Zusatzstoffe. Nicht Zusatzstoffe, sondern durchschnittliche Nährwerte, genau. Ja. Ich meine, der achtet darauf, dass da geile Sachen drin sind, aber ich guck, wenn du 5000 Bananen am Tag isst, bist du auch am Ende des Tages, nimmst du auch zu. Deswegen, also wenn du viel Obst, viel Carbs isst, dann nimmst du ja auch zu. Mein Trick immer die Brust so weit pumpen, dass man den Bauch nicht sieht. Ja, genau. Danach geht's nach Langwitz. Ja, genau. Aber wir sind ja alle drei, glaube ich, manche sehen danach aus, manche nicht. Wir sind ja alle drei begnadete Hobbysportler. Ja, mal mehr, mal weniger. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Also ich bin Weltmeister am Atem. Ich bin kein Hobbysportler. Du bist Profi. Ich bin professionell. Professionelle Sportler. Ich auch, ATK, anal trocken. Bei mir ist wirklich phasenweise. Dann habe ich manchmal so keinen Führerschein 2 Jahre. Dann ist schwer, sich da wirklich den Tag zu organisieren, weißt du? Wenn du ein Auto hast und Führerschein hast, kannst du morgens rausgehen, kannst du da sagen, erstmal Sport oder Essen, kannst du dir in dein Auto packen. Wenn du dann die ganze Zeit nur warten musst, dass Kumpels dich abholen, du weißt, wie das ist, die kümmern sich da nicht so richtig. Du weißt, wie es bei mir war. Ich hatte das Studio vor meiner Haustür, du warst auch da, legendär, ABC-Studio, den kleinen, unsere Homebase für alle Langfutzer, für die Arzenkeepers, unser heiliges Land. Da war ich das letzte Mal mit Spectre, 2007 glaube ich. Bei Notre Dame pöbeln sie auf hohem Niveau, wir vermissen auch unser ABC, keiner spendet, hat echt unser Heimatort ist weg. Haben die zugemacht, ja? So eine Nazi-Fotze hat es übernommen, die hat dann am Schluss TÜV-Anmeldung, Paketdienst, die hat es nur noch als Wirtschaftsmaschine gesehen, dann wurde es über Nacht verkauft, die Pokale weg. Schade. Und ganz grausam, also da habe ich sehr drunter gelitten. Ja. Ich wollte auch was anderes sagen, das war mal cool, 2 Minuten, ich trainiere sehr gerne auf nüchternen Magen, bin auch, übrigens halt heute Morgen. Und ich hatte ja auch den Staatsanwalt gefragt, weil ich Führerschein machen darf. Die meinte, ja, Udem sind so froh, dass sie Fahrrad fahren dürfen. Und ich bin eigentlich schon voll gewöhnt, Taxi, Homies oder BVG, ab Oslo sage ich immer Mundschutz rein. Ich fahre sehr gern BVG. Also wirklich, ich höre dann die Mucke, sehe die Graffitis, unter anderem auch deine. Ja, wenn ich der S-Bahn fahre, sehe ich auch da sozusagen die ganze Geschichte von Rathaus Steglitz bis Anhalter Bahnhof war ja meine. Da kriegst du Flashbacks und Gänsehaut. Ja, das war wirklich alle 50 Meter. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Miese Line-Pieces. Ja. War auf jeden Fall krass. Ja, mir juckt also warum wächst da alles zu und keiner macht die Gebüsche weg? S1 komplett. Mhm. Früher hast du die ganzen, waren noch diese Fabriken, dann hast du das RCB, weißt du noch, Schöneberg? Unfassbar. Davor die ganzen bunten Wände von den ganzen GRS-Leuten und so. Und check die ganzen Styles und so. Ich finde Feuerbachstraße für sie. Das, als sie das weggemacht haben, hat mich ein bisschen an Bücherverbrenner erinnert. Yeah. Also das kannst du nicht Kultur so kaputt machen. Ja, so, wahrscheinlich sind wir auch die Wilden Westen zu den Indianern gegangen, alles platt gemacht. Ja, das war echt krass, das Feuerbachstraße. Friedenau, da war so kein Beste. Die Autobahnbrücke, alles voll. Alter. Und ich komme ja aus Friedenau, da war in den 80er Jahren bei meinem Vater, der hat bei CRR gearbeitet, das ist eine Fabrik da oben, bei Innsbrucker, da war die Amok Hall of Fame. Was ich da gesehen habe, werde ich nie vergessen. Styles, Freunde. Muss man auch mal sagen, Berlin Graffiti hat richtig abgekackt. War, ist schlimm geworden. Mhm.
Also ich sehe viel so Kaugummi-Scheiß. Da denke ich, haben jetzt einen Kaugummi gegen Zug geklebt, aber alles respektieren. Ich finde noch, ein Kaugummi ist besser als kein Besprüher. Ja, aber ich freue mich, wenn die Veteranen dann angreifen. Ja, die machen viel und die machen auch krasse Aktionen. Ich sehe, da hängen sich von Häusern und so. Oder One Up macht die Berlin Crime, nur inszeniert ist halt voll perfekt mit Medien. Genau. Die sind so durch wie wir. Aber mir fehlt so wirklich von wie damals, dass die Leute auch aggressive Buchstaben haben. Aber gibst deine Jungs sind cool, die du immer pusht. Ja, ja. Wie heißen die, Hooligan? Darf ich besser hier nicht sagen. Achso, okay. Ich pushe ja immer die TMRs. Die habe ich erfunden, alle Rechnungen zu mir. Ja. TMR, To The Fullest, Free Pain an der Stelle. TMR sind auch noch am Machen wieder. Ja, hab Pain haben sie verhaftet. War es mitbekommen? Ja, ich weiß. Wir haben Free Pain an der Stelle. Ja. Wir sammeln gerade Spenden. Der Joker vom Overkill Shop, so, der sammelt so Spenden für den Anwalt von Pain. Guter Mann. Ja, soll bei mir auch vorbeikommen. Ja, ja. Steffen, wir wollten auch zum gemeinsam zum Festival mal fahren und so, die ganzen Jungs mitnehmen. Ganz feiner Junge. Immer wieder ein bisschen mit einbeziehen und so. Und auf einmal, eine Woche vorher haben wir noch mit ihm gequatscht, haben es geplant und dann auf einmal war er weg. Ah, er hat verrückt. Du weißt, Payne hat Carlo Cooks unten erfunden. Payne? Payne hat Carlo Cooks. Ich saß mit Payne, S-Bahnhof Innsbrucker Platz, Schöneberg. Und er war gerade am Tacken gegen die Fensterscheibe von der S-Bahn. Und hat Carlo Cooks unten getaggt. Ich habe Payne früher damals trainiert. Wir haben immer Bärnackelkämpfe gemacht. Ja, der ist und Payne war so mutig bei uns. Wir haben es oben in meiner Wohnung gemacht, die du auch kennst. Wir hatten die Möbel-Defenders. Die ganzen kleinen Läufer haben aufgepasst, dass der teure Fernseher nicht kaputt geht. Da wurdest du immer wieder reingeschmissen in den Ring. Und Payne und wir alle, die ganzen TMRs, die habe ich dann beigebracht, wie man die Fäuste schwingt. Jetzt sei er ja auf dem Acker auch aktiv gewesen. Ja, der ist an der Stelle Free Payne. Ja, Mann, Free Payne. Du malst doch manchmal irgendwo Hall of Fame? Nee, ich mal gar nicht. Ja. Vor der Kamera mal ich gar nicht. Mann, bleib mal locker, Flizzy, bei mir war Morddezernat. Ich kann sagen, dass ich S-Bahn bitte sprühe. Ja, du kannst auf jeden Fall offen darüber reden. Habe ich letztes Jahr, klingelt es an der Tür, ich rauche gerade ein Atomblatt, Mordkommission. Ich dachte, original ist Commander und die Arzt, die machen immer so blöde Witze. Ja. Mache ich da offen mit einem Blatt. Auf einmal, Herr Udem, ich weiß, Sie sind nicht gut, um zu sprechen. Wir kriegen das hier auch mit einem Beschluss durch. Aber geben Sie uns eine Speichel ganz friedlich, so eine geile fette Titten-Bullentante. Ich sage so, kommt da rein, weil bei Speichel hätte ich eh geben müssen, als bei meiner, ich bin ja allgemeingefährlich gewesen. Mhm. Und dann haben, es war auf jeden Fall, da haben sie meinen Bezirk, also Nachbarbezirk in Steglitz, den Pädophilen erschossen vor 3-4 Jahren. Vielleicht hast du es mitbekommen. Der hatte am Kiosk, der kam nach 4-5 Jahren raus, kriegen alle immer nur Strafstunden. Da hat er einen bunten Kiosk aufgemacht, wo er bunte Tüten verkauft. Hat irgendein Arzt gesagt, so nur nicht. Da haben sie halt alle gesagt, die da irgendwie im Kreis verdächtig waren und war eine große Ehre, dass sie mich dann auch in so ein Täterprofil packen. Naja, wie man es nimmt, ne? Nee, war schon echt komisch da, Alter. Vor der Mordkommission, der Blunt dampft, der Speichel im Mund. Dachte bitte nicht, blame it on a boogie, hat Michael Jackson schon gesagt. Sowas machen wir nicht. Mhm. Ein paar Sachen können wir auslassen im Leben. Ja, also Langwitzer sagen immer AAK. Alles außer Kinderpornos. Ja. Weil man muss sein Geld machen. Quatsch, Dummflitzi. Du rauchst das Zeug nicht. Guck nicht von dieser Vogelperspektive auf deinen vollgekifften Homie, Mann. Bruder, nein, ich bin, kiffen finde ich gut. Daneben sitzen und das Riechen finde ich cool. Also ich rieche das gerne. Ist ja Zigarette. Ja, ich weiß. Ja, Mann. Hast du noch nie geraucht? Noch nie gekifft. Noch nie. Ich rauche, wie gesagt, ab und zu mal Shisha, aber auch wirklich nur so ein bisschen dran nippen so. Und sobald ich dann auch da merke, dass es so irgendwie auf die Lunge geht, dann höre ich auch gleich wieder auf. Und gekifft habe ich noch nie, gekokst habe ich noch nie. Nur Anabolika halt, wenn es jetzt um Drogen geht. Krass, siehst du, ich habe alles genommen, außer Heroin und Anabolika. Echt, ja? Ja. Und der Trainer hat immer gesagt, du siehst aus wie ein Porsche, hast du einen Trabi-Motor. Und dann später, viele Ärzte von mir nehmen auch Testo und so, die gehen aber, die sind dann wie du, da finde ich das vollkommen auch legitim, die gehen gut mit ihrem Körper um. Ich bin aber erst seit kurzer Zeit frei von Exzessen, kann immer wieder wischen und ich denke mir auch, du musst dann voll für den Sport leben, auch sehr gesund leben. Also ja, schlimm sind diese Arzten, die jeden Tag die 2 Kapseln ballern, alles, dann morgens auf Spritze und so. Ja. Ich hab auch dann mir einen Arzt geholt, also ich habe dann so, es gibt ja Testo, gibt es ja in der Apotheke, das ist ja jetzt nicht der Wirkstoff, ist ja jetzt, also Anabolika ist ja so, wie wenn du sagst, ist ja der Allgemeinbegriff, essen gehen. Ja, was isst du denn? Pizza oder isst du Hummer? Weißt du so? Deswegen, die paar Wirkstoffe, die es dann in der deutschen Apotheke gibt, da kannst du dir einen Arzt holen, der redet dann mit dir, der kann dann dein Blut abnehmen so und auf diesem Weg habe ich es dann mal gemacht. So. Und da bin ich auch der Meinung, dass es im gewissen Grad auch okay ist. Vollkommen legitim, wäre auch mega heuchlerisch, weil ich bei meinen 8 Millionen Liter Whisky, 8 Millionen Kapseln, 80 Kilo Gras, da mit die auf auch die Gesellschaft, würde. Auch die Gesellschaft. Ich sagte, Alkohol fickt dich mehr als Testo. Also jetzt, wenn man jetzt da so genau die Wirkstoffe mal nimmt, wenn du das im Rahmen hältst, wenn du nicht irgendwas Illegales holst, wo du nicht weißt, was drin ist, glaube ich, so ist es
kann man das gut abwägen. So. Muss auch jeder selber entscheiden. Ich sehe manchmal 18-jährige Kinder im Fitnessstudio, die sagen mir, die sind auf Testo. Dann sage ich auch, ey Jungs, Alter, ihr seid, mit 18 Jahren bist du noch auf Testo von alleine. Also unser Trainer, Spiegel super. Mein Trainer sagte immer, man soll es erst ab 25 nehmen, dass sich das Testosteron von Natur aus am meisten steigert. Hm. Dass du so zu so full ist, erstmal von Natural bekommst. Ja, und dann immer vor, bei Profis halt, no dope, no hope, hat mein Vater immer gesagt, Profisportler. Mhm. Ist so, da wird überall geballert. Ja. UFC wird geballert, Radsport wird geballert. Überall. Bei Bodybuildern siehst du es natürlich gleich, den siehst du es ja an, weil es übernatürlich schon aussieht. Aber weil, wisst ihr was, B und Flizzy, was ihr euch mal angucken müsst, mein Lieblingslied von früher, Reach Out for the Medal, das Olympialied von 84, da siehst du auch die ganzen Aufnahmen von den Athleten, da war ja kalte Krieg, da waren alle zu unters Haus. Die Leichtathleten sehen aus wie Preisboxer, alle voll auf Stoff, glaub 84 wurde am meisten die Spritzen. Guck mal, wenn du Bodybuilding nimmst, du guckst dir die ersten Bodybuilder an, keine Ahnung, irgendwo in den 70er Jahren, Arnold Schwarzenegger. So, also ich will einmal, der Typ, der diesen Sport mit erfunden hat, der hat geballert. Was sagt mir das? Wenn du dieses Ideal vor Augen hast, wenn du dieses Bild vor Augen hast, dann muss dir klar sein, dass das eine mit dem anderen, das eine geht nicht ohne das andere. Das heißt, wenn dann heutzutage diese YouTube-Fitness-Blogger da kommen und so und dann den Leuten was erzählen und das geht auch so und es geht auch so, das, du kannst abnehmen und du kannst auch ein Sixpack ohne Anabolika haben, aber dieses Bild, was die Leute im Kopf haben, dieses Übermenschliche, dieses Extreme, ja. Das ist vielleicht 1% der Weltbevölkerung. Da gibt es so die Supergene in Senegal. Irgendwo gibt es nicht wieder 36 cm Penis bei den Pornodarstellern. Ist auch ein bisschen so. Ja. Ja, Talent. Ich weiß, was du meinst. Ja. Aber deswegen. Ja, die Oma klatscht. Nee, Digga, aber ich habe ein paar Leute gesehen. Letztens gab es eine Doku auch auf, ich weiß nicht, ob es Netflix war, aber diese Ringer aus Senegal. Das ist ein seltsamer Ringsport, so. Die sind mitten im Sand, so ein richtig abgefucktes Stadion. Aber die ganzen Kinder, die ganzen Arme und so sind voll down für das Event. Das ist so, als wenn hier Bayern spielt. Da kommen dann die zwei Riesenhüden im Senegal und die haben so eine eigene Form von Wrestling, wo sie sich aber auch in die Fresse hauen. Und das ganze Stadion ist voll. Und während dieser Hauptkampf ist, der schon voll lange so im Gespräch ist, stürzt die ganze Tribüne ein, Digga. Nein. 100 Leute oder so sterben. Ach, das ist alles so richtig Armut, so. Stein, Scheiße. Alles richtig krass. Und da hast du aber auch gesehen, die sind im Durchschnitt so 2 Meter groß, so. Es gibt so ein paar Orte auf dieser Welt. Down, till your butt is like out and up. Ey, ich war jetzt am Wochenende in Frankfurt an der Oder, wurde ich gebucht. Da war der Olli, ja, Kumpel so, ein Türsteher, mit der hat auf unserem Hotel geschlafen, der hatte schon 2,12 Meter. Der Typ hatte 2,12 Meter, so eine Muskelmasse, aber alles auch natural, so ein Riesentier. Da hat zu meiner Freundin gesagt, weißt du jetzt, warum ich keinen Bock auf den Knast habe? Wenn wir jetzt bei einer Zelle wären, wir haben das gleiche Herz, die gleichen Eier, aber wenn er sagt, das ist mein Fernseher, habe ich Pech. Yeah. Oder das ist meine Bitch. Yeah. Da hast du noch, ey, mehr Digga, so mehr der Pech. Olli, ey, ich gucke ja selten auf so, also Männer kommen, so ein Monster. Ich sag gar nicht, dass nicht, Digga, es gibt Typen, die sehen krass aus, ich sag jetzt gar nicht, jeder ballert oder sowas. Ich meine nur dieses Bodybuilding. Digga, du hast 100 Pro recht, ich wollte gar nicht widersprechen. Nee, ich meine nur, aber 100 Pro. Alles, ich rede nur von Wettbewerb, weil viele sagen ja, boah, warum nehmen die das? Alles, was Leistungssport ist, alles, was official Wettbewerb mit Geld, bla, wird geballert. Normal. No dope, no hope. Ja, ja, genau. Deswegen. Aber so natürlich, ich kenne auch, bin auch sozusagen bei McFit mit Leuten am Trainieren. Du weißt nie, wen du vor dir hast. Du weißt nicht, ob es einer ist mit Öl im Arm, mit Komplexen oder Schwergewichtsboxer. Ja. Mein Kumpel Bulli sieht aus wie so ein Klischee-Bodybuilder, der Öl im Arm hat, aber ist ein Kraftpaket. Ja, kriegst du eine Schuss von denen, der hat in einem Monat 5 beim Sparring verletzt. Danach hat er nicht mal gemacht. So Natural Arzen. Da sage ich immer, Gott sei Dank gibt es Schwarzpulver. Naja, was willst du da machen? Ist schon richtig. Aber ich habe schon Leute kleingeschlagen, war, die sahen aus, 2 Körper größer. Ich habe schon von Leuten kassiert, die waren dünner als mein Unterarm. Ich habe auch mal, war voll der schöne Tag irgendwo in Prenzlauer Berg. So Kaffee trinken, kommt ein kleiner Junge, pöbelt rum, ich gehe zu nah an den Rand, der gleich, puff, Alter, ich habe gleich blau. Ich habe mich darüber so aufgeregt, weil. Warum haust du mich? Du bist 18, was soll ich mit dir machen? Der hat mich so gut getroffen, gleich links, blaue Auge. Digga, bei uns in der Hood, Alter, die gefährlichsten Leute waren die Kleinen mit Komplexe, schiefe Zähne. Ich schwör dir, so. Die hatten richtig Napoleon-Komplexe. Das waren die Schlimmsten bei uns. Und Angststecher, nächstes Mal Angststecher. Digga, ich liebe diese Leute. Die wissen ganz genau, wer sie sind gerade, die hören mir zu. Von 36, die Ältesten und so. Digga, das war keiner von denen, war 2 Meter und 3 Meter breit. Hey, und bei uns wurde auch gleich, du hast doch immer damit gerechnet, dass einer dich absticht. Also was für Kämpfen.
Also leider, ich hätte mir viel, viel krasser gewünscht, dass man so in der Jugend schon zum Sport kommt und Bock hat und hin und her. Ich habe viel zu viel mich damit beschäftigt, dass einer voll ein Messer zieht. Und so. Ich war ja auch froh, als ich noch gestochen habe, war ich ein Angststecher, hatte ich nichts drauf, hatte Komplexe, war feige in Anführungsstrichen, musste erstmal Mann sein, hatte riesen Schiss, ja. Mhm. Oder auch, es zählt, eine Muskelmasse zählt nichts in der Hut. Mhm. Mein Freund Rollstuhlhassan war ein Rollstuhl, der hat sein Ding gemacht, ja. Also gibt alles. Aus Maman, ne? Aus Maman, mein Bruder abgeschoben. Er und mein Bruder Hussein haben sie jetzt abgeschoben. Tüte über den Kopf, ab nach Libanon, die Jungs. Erstmal Grüße an die Jungs. Ja. Auch weg. Auch beim Kämpfen ist auch so, du sagst ja selber, du bist ja gut mit UFC und so. Jeder von den Kämpfern sagt, Kämpfen ist 80-90% mental. Wenn und die selber das sagen, auch die, weißt also, du so? Alleine dieses habe ich ja gemerkt, wo ich dann angefangen habe, mal zu trainieren, Kämpfen richtig ernst genommen habe. Halt mal einfach die Arme hoch 2 Minuten. Das ist was völlig anderes, wenn du da... Baby, ich gehe mit zur Zeit bei meinem Bonkonsum, weil ich dadurch ein paar Sachen kompensiert habe und echt nur Entertainment mache, ein bisschen Fitness. Ja. Habe ich schon letztens bei Contra K im Boxstall gesehen, habe ich mit fit, der, wie fit die sind. Ja. Aber zum Beispiel B, ich weiß, wie er trainiert. Ich wüsste, ich hätte jetzt 0 Chance im Ring gegen B und gegen dich, weil ihr gerade trainiert seid. 0 Chancen. Auf der Straße, sage ich wiederum, habe ich... Ist alles das ist ja immer, wer die erste Bombe auf der Straße. Ich denke bei Straße. Guck mal, ich sag dir mal eine Sache aus der ersten Hand. Das war so eine der dümmsten Fragen, die ich glaube ich in meinem Leben gestellt habe. So wie alt warst du, als du 6 warst? Ja, das kann man nicht toppen. Okay. Nee, aber guck mal, ganz ehrlich, ich bin beim Kampfsport ein bisschen länger gewesen, aber das waren so die ersten Zeiten von Grappling. So. Und der Trainer zeigt einen Double Leg Takedown. Also, das ist ein Ringer-Move, das heißt. Du benutzt einfach deine beiden Arme, schnappst dir die Beine von ihm und legst ihn auf den Boden. Und dafür musst du auf dein Knie gehen, damit du so den richtigen Boost nach vorne bekommst, wenn du den Typen greifen und ballern willst. So. Mhm. Dann muss dein Knie den Boden berühren. Und ich frag den Trainer, der tut doch aber weh auf der Straße, oder? Digga, der Trainer guckt so einmal in die Runde, unterbricht die ganze Scheiße so. Sagt so, okay, jetzt mach mal für alle. Sagt er, das, was wir hier gerade machen, Sport. Das hat mit der Straße überhaupt nichts zu tun. Naja. Also versuch das nicht dahin zu übertragen. Und ich höre ihn so zu und denke mir, ich weiß das. Eigentlich weiß ich das, weißt du so? Weil normalerweise, du weißt ja auch Beef in letzter Zeit und so. Dicker, wenn auf der Straße, ich fair, du fair. Aber mein Cousin kommt aus dem Gebüsch und sticht dir den Rücken, Digga. Es gibt kein Fair. Das gibt's nicht. Langfutzer kommt mit 40 Kampfsport und so weiter. Weißt du so? Kampfsport ist eine Sache, das heißt nicht umsonst Sport. Voll. Das heißt nicht, dass du auf die Straße gehst und Leute zerlegst. Wer auch immer diese Illusion hat, er kann ein ganz schlimmes Erwachen finden auf der Straße. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen, da geht's ja auch noch weiter, dass wenn dann sich gerade wir Rapper untereinander beefen, wäre cool, so auf sportlicher Ebene, deswegen war das auch bei mir jetzt in den letzten Monaten, habe ich immer gesagt, ich will, auf der einen Seite rede ich in Interviews, ich habe ein Problem damit, wenn irgendwelche Leute kommen und dann Rücken haben und dann drohen und dann diese, also immer dieses Erniedrigen, weißt du, du gehst zu einem Schwächeren, du weißt, du kennst gerade 50 krasse Rocker, so, und deswegen willst du andere Leute erniedrigen, so, ich kann nicht auf der einen Seite darüber reden und sagen, ey, pass mal auf, ich bin der Meinung, so, wir Rapper sollen mal Männer bleiben und jeder soll sein Mann stehen, so, und auf der anderen Seite sage ich dann, okay, und wenn wir uns dann irgendwo treffen, dann können wir uns auch gerne Massenschlägerei machen. Darum, es muss schon sportlich bleiben. So, weil aber es ist irgendwie auch schwer, weil ich finde gerade... Ja, macht keiner mit. Ey, guck mal, ich habe meine erste Schießerei mit 6 gesehen und mit 18 war ich da, wo Belasch aufgelegt hat. Da war ich 3 Tage in Koma, habe mich 3 Araber zusammengeschlagen. Also ich habe denen auch gut gegeben, sind gute Homies, ja, waren geben und nehmen. Also nur von der Fakt einfach so. Ich hatte mit 14... habe ich eine halbe Stunde in die Fresse bekommen, Schellen bekommen, weil ich ein Messer im Kopf hatte. Und mein Kumpel Commander war daneben, konnte mir nicht helfen. Am nächsten Tag hatten wir auch Messer dabei. Yeah. Dann mein ersten, wo ich angestochen habe, ich habe noch nie einer gestochen, aber angestochen, hat mein Kumpel abgezogen, habe ich am nächsten Tag alles zurück abgezogen. Am nächsten Tag ruft er am Samstag, irgendwann 90 Jahre, 92, 93, schießt mich tot, bei meinen Eltern auf dem Hausanschluss an. Mein Vater weckt mich so, zieht mir am Ohr, sagt, hat gar keinen Männer Respekt, dass ich den Vater schon vollpöbeln. Dann stand der schon Langwitzkirche, steht da vor mir, hätte gewonnen. Meine Kumpels besuchen mich zum Einzelkampf, sehe mein Messer, sagst du, B, machst du klar. Habe ich ihn auch weggepiekt. Also ich finde, ich bin immer fair bei Sachen, aber dann diese Sportliche lasse ich voll weg. Ich sage 10-mal Entschuldigung, lass mich bitte in Ruhe. Klar. Ich entschuldige mich, wenn er mich anrempelt, ich weiß nicht, ob ich angefangen habe, aber beim 11. Mal beiße ich auch. Ich fürchte, so nett wie ich mittlerweile bin zu Menschen, kann man auch nur sein, wenn man beißen kann. Sonst bist du ein Opfer halt. Dass man ich rede aber auch von dieser Öffentlichkeit. Ich rede gar nicht darum, zum Beispiel, wenn du jetzt für dich als jetzt sagen wir mal, als Typ, der auf der Straße rumläuft, so die Geschichten, die du jetzt gerade erzählst, dann ist es klar, dann brauchst du dich nicht beschweren. Wenn du eine große Fresse hast und einer kommt, sticht,
Wir sind ja hier nicht im Dings. Wir sind ja hier nicht im Schlaraffenland. Ja. Aber ich rede gerade von dieser Öffentlichkeit, wenn Leute in der Öffentlichkeit reden und machen und tun. Das ist auch das Problem bei Beefs. Weißt du, der eine Rapper beeft auch nur den anderen Rapper mit Worten jetzt, ja, ohne jetzt, dass jetzt gleich es Gewalt gibt, weil er indirekt sowieso immer damit, weil er sowieso indirekt nur kommunizieren will, ich habe die und die Leute, deswegen diss ich dich. Deswegen sage ich ja, egal wer mich disst, ich gehe zurück, weil ich sehe das nicht ein. Ich sehe es nicht ein, dass irgendein Typ kommt, der denkt, der hat Leute und der kann mich unterdrücken. Mir geht es um diese Unterdrückermentalität. Ja. Ich bin nicht der King. Ich sag nicht, mir darf keiner was sagen. Ist kein Problem. Man teilt aus, man steckt ein. Das ist normal. Ich habe mich dazu entschlossen, Rapper zu sein. Ich habe mich dazu entschlossen, eine große Fresse zu haben. Wenn Leute mir gegenüber eine große Fresse haben, dann ist es okay. Aber komm nicht dann nur, weil du jetzt gerade die und die kennst. Aber es ist halt immer so, auch ein bisschen wie in der Welt, wer die Atomrakete hat, hat was zu sagen, wa? Und das ist dann auch ist immer... mir egal. Ja, mir auch übrigens. Ja, es ist Kameraden so, gegen fünf, Freunde. Billy Wilder Promenade 42. Okay. Ich poste jedes Mal die Adresse. Aber ich sag halt nur, dass die Leute... Ich weiß ganz genau, was du sagst. Es ist so, wie es ist. Aber ich hasse auch immer so, wenn dann Leute sich aufregen, denen das durchgehen lassen, den einen verprügeln, da macht ein anderer ein schlimmeres Ding, der hat einen Nachnamen oder irgendwas, ein Zeichen, wovon die Leute Angst haben. Ach, dann nichts, immer so zwei, ja, so zwei Bushido, Maßen. Bushido hat auch 15, 20 Jahre lang dieses Spiel gespielt und es war ein Geben und ein Nehmen und es war auch nicht alles schlecht, was er gemacht hat und, nein, und für die Musik hat er viel getan. Aber ein gutes Zeichen, Flizzy, ich will nicht schlecht, aber der Typ hat einfach davon profitiert und sich dann wiederum als Opfer darzustellen, ja, ist auch schon wieder ein starkes richtig, Ding. Richtig. Und dieses Leute unterdrücken kommt im Leben immer zurück. Die Geister, die sie riefen. Genau, wenn jemand kommt und zu mir kommt und sagt, Flair, guck mal, da hast du was gesagt, das war nicht korrekt, hast du Scheiße geredet, so, dann was, da würde ich niemals sagen, ich bin der, ich sag, was ich will. Nein, dann sag ich, ey, sorry, lass uns drüber reden. Oder wenn du zum Beispiel sagst, ich hasse dich, ich will mit dir kämpfen, dann sag ich, okay, wenn ich glaube, ich will, dass es eine gute Sache ist, dass du ein richtiger Gegner bist, dann können wir gerne machen, ist auch kein Problem. Am Ende des Tages aber dieses, ich komme alleine in deine Stadt, noch nie ist einer alleine gekommen. Mhm. Noch nie ist einer alleine gekommen. Und ich würde auch nicht so tun, als wenn ich alleine in irgendeine Stadt fahre, wo ich nicht zu Hause bin. Jeder Hahn kräht in seinem Nest am lautesten, hat Beko mal gesagt. Das ist normal von der Welt so. Aber dann diese Show dahinter und dieses Aufstacheln und sowas, sage ich ganz im Ernst, ist einfach traurig, Mann. Und deswegen respektiere ich auch Leute, die zu Kontra kamen. Der macht Sport, der ist am Start. Hat der junge Mann hat einen harten Schlag drauf, Flizzy, der junge Mann, der Max. Der ist kräftig drauf, Digga. Jeden Tag, Alter. Jeden Tag trainiert er. Ja, und dann wollten sie ja, dass ich da ein bisschen mitboxe. Nee. Also ich boxe ja immer nur mit Wachs und Glasscherben. Das sind ja meine Bandagen. Jean-Claude Van Damme, ja. Genau. Nee, aber war sehr fit, da habe ich auch wieder ein bisschen Blut geleckt. Contra ist, glaube ich, der einzige Rapper, den ich kenne, wo ich nicht lache, wenn er seine Boxsack-Videos veröffentlicht. Ja. Hat er das gerade gesagt zu mir? Er fühlt sich wieder stark. Weil bei dir ist schon lange her, Spaß. Aber ist zurzeit ein bisschen modisch. Nee, aber er macht auch Boxen, nur Boxen. Ne? Er boxt, er ist Boxtrainer auch gewesen. Ich habe ihn einmal bei uns im Gym getroffen, da wo wir, also er war bei uns im MMA-Gym. Auch mit den Kids und so ist er viel unterwegs. Ne? Ja, wir haben mal kurz gequatscht, weil einer von seinen Kumpels bei uns trainiert hat und er hat ihn im Boxen vorbereitet. So. Und er meinte, dass er Boxtrainer ist. Mittlerweile habe ich gehört und kann ich mir auch nicht mehr vorstellen, dass er das so oft und viel macht wie früher. Das lässt der Zeitplan wahrscheinlich nicht zu. Und die Karriere, er hat mir was sehr Interessantes erzählt, Petro, wenn ich das Wort gefallen bin. Er hatte echt letztens mal Probleme, sich zu artikulieren, weil er so harte Sparring gemacht hat bei einer Presse. Jetzt hat er da auch ein bisschen zurückgeschraubt. Ah, das ist schade, Alter. Ja. Er hat wohl sehr hart gerade trainiert. Ich merke es auch bei meinem Trainer. Also auch wenn die Philosophie bei denen ist, dass die gerade kein... Also ist ja auch... Die neue Philosophie bei allen UFC-Fightern ist ja auch gerade kein hartes Sparring, weil du machst die besten Runden im Sparring. Und deswegen, und auch die Gesundheit. Und egal, auch mein Trainer, ich schwör's dir, hört er nicht gerne, die sind mittlerweile schon so, dass sie sich nicht krass auf die Birne geben. Mhm. Bei ihm merkst du auch, wenn er redet, dass es so, dieses Gelalle und so, das ist halt, der trainiert jeden Tag, bam, bam, ein bisschen. Und auch wenn es nur ein bisschen ist, ich merk's ja auch, selbst wenn ich nur ein bisschen mit ihm mache, dass ein Tag später tut dir die Birne weh. Und wenn du das dann jahrelang richtig gut machst, so richtig profimäßig, ist doch klar, da kommst du nicht drum rum. Wobei mein Boxtrainer immer meinte, so eine exzessive Nacht mit Kokain und Wodka macht das Gehirn noch viel mehr kaputt als ein K.O. Das mag sein. Mein Trainer sagt auch immer, der Boxer kommt kaputt zum Verein, der Verein macht nicht kaputt. Ja, das ist wie bei Hip-Hop. Das fängt Leute auf, die Probleme haben. Dann werden oft diese Probleme der Kultur, der Art, der Kunstform zugeschrieben. Aber die Leute kommen damit her und das fängt sie eher auf. Meine Meinung. Da gibt wirklich Leute, die trainieren, weil die sich was beweisen müssen oder andere was. Also ich fand es irgendwann auch, hat mir mehr Spaß gemacht. Also ich bin naja, und aber du hast viel später angefangen. Bei mir in der Pubertät war das auch ganz krass, sich durchzusetzen. Immer gekotzt, dass man bei Schlägereien. Da habe ich echt die Musik mehr genommen, muss man echt sagen. Deswegen, ich habe viel zu viel Angst gehabt, dass fünf Araber kommen und mich abstechen. Deswegen habe ich gedacht, okay, ich gehe ins Studio und rap erstmal.
Also ich und ich musste erstmal die 5 aber abstecken, ja, die ich bekomme und ins Studio kommen. Boogie war immer, war schon immer so. Der rennt rum und beschäftigt dich. Du hast dir richtig Zeit für die Leute genommen. Ja. Du warst richtig unterwegs. Ich würde auch sagen, ich habe es mir irgendwie auch nicht ausgesucht, bin da reingeschoben. Also im Nachhinein, wenn ich das sehe, so, ich hätte echt mehr das Fundament von meinen Eltern nutzen müssen, zu Hause bleiben müssen, Schule, Sport. Ich wusste aber immer, wir waren immer geil auf schnelle Geld. Siehst die ganzen verwöhnten Kinder, dann auch damals stand ich in der Bild, sage ich immer wieder, es hat echt viel kaputt gemacht. Beihilfe zur Vergewaltigung auf zwei riesen Doppelseiten mit 16. Dann hatte ich Schwierigkeiten, in mein Elternhaus zu gehen. Und wenn du dann so ungerecht dich behandelt fühlst als Kind, gibst du es auch zurück. Und wenn du keine Gerechtigkeit erfährst, dann reflektierst du das auch. Und zwar bei mir halt so. Ich bin echt aus dem Haus von meinem Vater damals gegangen, kam immer ein Konflikt, das war in mir drin. Der Krieg war nicht draußen, der war in mir drin. Ich habe das irgendwie mitgenommen. Dann hat man halt voll mit den Leuten abgehangen, die noch mehr Probleme hatten. Und dann hat mich, der Teufelskreis auf Baby. Für mich war das wahrscheinlich dann einfach nur ein bisschen, ich habe viel Du hattest, glaube ich, als Kind viel schwieriger bei deiner Geschichte. Im Heim einfach. Und das auch, mir ging es essentiell bis 16 immer gut, Flizzy. Da war ich nicht, war ich verwöhnt. Na, du warst aber auch noch, du hast auch noch mehr diesen Lifestyle gefeiert auch. Du hast halt Spaß gemacht. Du hast halt auch gezeigt, okay, ich kann hier ein bisschen auf die Kacke hauen. Naja, erst warst du Loser mit 16 mit Schulverbot und mit 18 hast du die dicksten Ketten im Hut, da feiert man sich ein bisschen. Aber ich sag auch so, trotzdem im Nachhinein, ja. Für mich war, ich will das nicht glorifizieren. Ich war viel zu sehr geil darauf, kann ich echt sagen, auf diesen Fame und dieses Beweisen. Und Hunger auch alleine, du wolltest doch gut essen und gute Klamotten. Als Heimkind war ich noch broke, oder? Ja, wenn ich ehrlich bin, habe ich sozusagen sowieso mein ganzes Geld, egal ob es jetzt damals gab es noch Sozialhilfe, ich habe sowieso alles nur in Klamotten ausgegeben und habe dann Essen geklaut, also war schon immer so. Ich kenne die besten Tricks, wenn morgens der Bäcker beliefert wird, weißt du, dann lassen die so die Ladefläche runter, dann rollt er den ersten Wagen rein und dann steht da morgens um 4:30 der Rest beste Essen. Also ich konnte in Friedenau, ich habe meine erste Wohnung von der Jugendhilfe in Friedenau gehabt und ich habe ganzen Tankenbäcker, ich wusste genau, wann die beliefert werden, aber Essen habe ich immer geklaut. Aber ich war viel zu geil darauf, ich wusste, wenn dann ein Train von mir langfährt und mein größter Feind sieht den, dann sagt er, scheiße. Wenn ich bei Agro gesigned bin oder mit Bushido was rappe, dann sagen meine Feinde, oh guck mal, da war ja dann auch so, ich habe damals mit QB, weißt du, mit Smexa, mit Beatfabrik und so, wir haben Berlin, damals gab's in Berlin, wir Berliner haben uns das Leben schwer gemacht, da aber hast nicht gebieft mit jemandem aus einer anderen Stadt und es war dann auch so, dann haben die, boah, der ist jetzt bei Agro und Scheiß und hin und her und das war halt, diese Competition hat mich viel mehr angezeigt, als irgendwo hinzugehen und jemanden wegzuklatschen, ich weiß nicht warum, weil wahrscheinlich dann nur dein Bezirk davon redet und nicht die ganze Welt, ich wusste halt, okay, dieser Fame, also Fame war für mich schon immer, vom Graffiti habe ich das gelernt, Fame ist Nummer eins, wenn du Fame hast, kommt Geld, wenn Fame kommt, dann kommt auch Respekt. So, und wenn du dann halt Qualität hast, wenn du dann dafür sorgst, dass du halt auch wirklich ablieferst und es immer konstant gute Qualität ist, dann bist du auch untouchable. Was willst du machen, Alter? Und so wie ich aufgewachsen bin, ob ich jetzt Rambo bin oder Rocky oder nur Flair, wenn es jetzt ums Kämpfen geht, das war mir nicht so wichtig, Alter. Weil ich wusste, die Leute, die von der Straße kommen, die wissen, der Junge ist jetzt nicht irgendein Typ, der reich geboren ist. Das hat mir gereicht. Ich muss keinem was beweisen, ob ich jetzt den umhau oder den umhau. Du kennst meine Geschichte, da wo ich aufgewachsen bin, ich fahre mit dem Fahrrad 10 Minuten zu dir. Das heißt, so unterschiedlich können wir nicht sein. Das heißt, wenn wir Stress haben miteinander, dann sage ich, egal was er über mich sagt, er ist vom selben Schlag, wir kommen aus derselben Gegend. Und das bedeutet mir viel mehr, das beweist mir viel mehr, wie ich aufgewachsen bin, wie wenn ich jetzt dann erzählen kann, oh, den habe ich abgestochen oder der hat mich abgestochen. Es war für mich so, ich wusste, okay, rauskommen, Fame, berühmt werden, dann kommt alles von alleine. So war mein Plan. Unser Plan war, die Bon voll zu haben. Abends Fleisch und eine Bon. Ja, ich habe nie, Digga, ich habe immer Angst gehabt. Ich saß mit 5 Leuten im Raum, alle mit der Bon, Alter. Ich bin bestimmt auch fett geworden so. Ich hab halt, weil meine Mutter hat mir Medikamente gegeben als Kind. Und deswegen habe ich danach Abtönen gehabt auf mir irgendwas reinpfeifen. Ich saß Weihnachten in der Siedlung, heul die ganze Zeit bei Commander. Sagt Anna und Commander, Bogi, wir haben auch ein scheiß Leben. Nimm's dir nicht so schwer, rauch einen Bonkopf. Da wollte ich nicht mehr. Dann haben wir wieder Familie. Letztens bin ich zum Video gefahren auch. Die Bullen haben das Auto durchsucht, dachten, das ist eine Knarre. Meinte ich, das ist doch eine Bon. Dann die jungen Leute schon Finger abzufahren, voll so geil mich wegzurotzen. Und der Alte, ist doch Boogies Bon, die hat er immer dabei. Ja. Echt jetzt? Ja. Real Talk. Real Talk, warum, Baby. Warum, Real hat, talk. Warum hat deine Mama die Medikamente gegeben? Boah, das ging schon ganz früh los. Dass also wie alt warst du überhaupt? Die ersten Medikamente mit 13. Ey, Props erstmal, du bist auch, du hast eine geistige Krankheit, du hast dich entwickelt, Baby. Ja. 19% von den Leuten Suizid. Der Rest betreut Einzelwohnen auf Tabletten, Forensik als Mörder bei den Kinderfickern. Wir sind glücklich, wir sind die Auserwählten. Also das Ding war... Applaus! Oma-Applaus, hey. Nie mehr Klapse, Baby. Nie mehr Klapse. Ein kleines Klatschen reicht.
Klappst du wahrscheinlich auch 6 Monate. Geiler Track von dir, ein kleines Klatschen reicht. Einer meiner Lieblingstracks von dir. Ja, mit unserem ehemaligen Bruder. Ja. Aber bei meiner Mutter war schon immer komisch mit mir und meiner Mutter. Also die hat halt, sie hat halt sich früh von meinem leiblichen Vater getrennt, weil der sie verprügelt hat. Mich hat er Gott sei Dank nicht verprügelt. Und dann war das dann ganz früh schon so, dass sie halt unbedingt wollte, dass ich aufs Gymnasium gehe. Dann hat sie mir Ritalin gegeben, weil man dann ja angeblich besser in der Schule ist. Dadurch kam dann halt diese psychische Störung, also diese Panikattacken, ganz schlimm. Aber dann bin ich, dann hat sie nicht den Ärzten erzählt, dass sie mir Ritalin gegeben hat, sondern ich kam dann in die Nervenklinik und dann gibt es da ja auch wieder Medikamente. Also Taxilan. Ist es bei dir nicht posttraumatisch, so wie bei mir, sondern das durch. Das und toxisch war es bei mir auch, aber bei dir kamst du durch Ritalin, ne? Vielleicht also heute, also wenn ich heute nochmal irgendwas ich hatte mit 27 nochmal so eine, es kam wieder hoch. Da kann man sagen, dass es vielleicht posttraumatisch oder irgendwas war, weil ich auch viel durchgemacht habe in der Zeit. Überleg mal, was wir da karrieretechnisch, der Stress, dann die Kindheit. Aber damals war es wirklich nur, dass sie mir was gegeben hat. Daraufhin in der Entwicklung ist ja klar, wenn du einem Kind alter Chemo gibst, dann dreht er durch. Und dann war ich wieder dann in der Nervenklinik. Aber sie dachte, sie macht was Gutes. Genau, die macht was Gutes. Und dann, wo ich später in der Nervenklinik war, haben sie mir Taxilan gegeben. Ist so ein starkes Beruhigungsmittel. Und das haben sie mir dann die ganze Zeit verabreicht. Dann wollte meine Mutter mich nicht mehr haben, weil ich dann in der Klapse war und ich konnte ja dann nicht mehr nach Hause, weil es da nie geklappt hat. Und als ich dann im Heim war, musste ich die Medizin dann weiternehmen. Aber ich habe es dann einfach nicht mehr genommen, weil ich irgendwie mir gedacht habe, kann nicht gut sein. Dann wurde es nochmal richtig schlimm, weil es ja dann alles hochkommt und dann habe ich es nie wieder gehabt. Also dann nie wieder in diesem Ausmaß. Also ich bin jetzt 5 Jahre frei. Ich habe gerade eine Freundin hat heute gepostet. Vor 7 Jahren gab es eine Free Boogie Party. Da wollten mich wieder von der Klaps direkt in die Forensik packen. Da wäre zappen los. Da haben sie meine Führungsaufsicht 5 Jahre verlängert. Ich hatte 10 Jahre Führungsaufsicht. Allgemein gefährlich. Und dann halt 2002 bin ich zum ersten Mal krank mit Psychosen. Durch einen Pilz kam das. Dann konnte ich 15 Tage nicht schlafen. Rust hat sich umgebracht auf dem Flash. Ich war durch. Und hat Rust auch sowas? Rust hat auch psychischen Pilz genommen. Weißt du, was ich den kleinen Kindern immer sage? Wenn die LSD-Pilze nehmen wollen, die halluzinogenen Sachen, die sind ja immer homophob. Die Ärzte sagen immer, Junior, ich lutsche lieber einen Penis bis zum Schluss, anstatt einen Pilz zu nehmen. Da gucken die mich so an. Da sage ich, weiß warum, vielleicht lutscht ihr auf LSD-15. Du steuerst dich nicht. Und ich hatte es 15 Jahre. Das ging bis vor 5 Jahren, wo ich dann, die haben es Überfälle gewertet. Es war einfach Psycho rumlaufen, bin mit Badelatschen, Gewichtheber, Gürtel, Machete und Sturmhaube durch den Bezirk gelaufen, Nacken durch den Bezirk gelaufen. Ich war hatte meinen Verstand verloren. Und dann vom Gangster, der in der Stadt war ich ganz unten. Ich habe meinen ganzen Hustle verloren, meinen Ziel, das haben B und ich oft angesprochen und die wollten mich jetzt betreut als Einzelwohnen und ich konnte erst da überleben, als seit ich die Systeme ablehne. Also ich habe Heilung bekommen, weil ich mich selber geheilt habe und die Sache ablehne, hatte 3 Medikamente, ich nehme immer noch 1, obwohl die Führungsaufsicht seit 1,5 Jahren zu Ende ist. Deswegen konnte ich auch nicht buffen, da hat sich die Kokainsucht eingeschlichen. Natürlich meine Fehler, aber es waren alles auch Gründe. Ja, und jetzt haben meine Familie Angst, dass ich das, wenn es absetzt, dass wieder was passiert, weil seit 5 Jahren alles super läuft. Ach, du bist so und ich weiß es nicht. Meine Nervenärztin, die sehr gut für mich war, ist krank geworden. Die praktiziert nicht mehr. Und überlegen wir uns halt auf, weil es gerade alles läuft. Auf Dauer macht es echt Matsch. Und ich habe es schon ein paar Mal probiert abzusetzen. Ist sehr hart für mich. Ich will Soldat sein, der komplett auf sowas verzichtet. Aber ich glaube, steht zu viel auf dem Spiel. Ja, weißt du? Ich glaube, dass sogar, wenn man dann Medikamente absetzt oder egal, wenn der Körper sozusagen, ich kenne es ja vom Stoff, ich habe es ja auch, wenn du einen Test nimmst, wirst du hast du mehr Energie und dann gibt es halt viele Sachen, wo die Leute dann sagen, boah, wenn du das einmal genommen hast und dann Erfolge dadurch erzielst, dann wirst du ja auch abhängig und kommst nicht mehr drauf. Also denkst dann, du bist das. Du musst es nehmen, damit du das bist. War für mich nie so. Ich habe immer, egal was ich genommen habe, ich habe es langsam gemacht. Ich bin viel zu egoistisch, dass mir ein Medikament oder egal was, mir den Tag diktiert. Alleine das geht schon nicht. War ich auch nur. Ich kann nicht mich alleine darauf konzentrieren, dann immer die Pillen und dann immer das und auch hier rauchen. Ich hätte keinen Bock, dass der Joint mir sagt, jetzt musste ich mich in die Ecke setzen und drehen. Ich weiß, was du meinst. Ich hatte eine Geisel bei Kokain, war ich voll die Geisel. Immer musste Kokain dabei sein, dass der Moment schön ist. Aber die Medikamente musste ich halt 10 Jahre alleine offiziell nehmen. Die haben meinen Blutspiegel getestet. Und jetzt bin ich halt abhängig davon, ob ich es mag oder nicht. Aber ich denke, mir werde die auch noch irgendwann absetzen. Auf eine einsame Insel, wenn der Atompilz knallt. Boogie hat die Medikamente abgesessen. Aber ich glaube, es ist gar nicht so schlimm, wie du denkst. Nee. Weil du bist älter geworden. Du, guck mal. Lang wird's doch schaffen, alles außer Hauptschule. Ey, aber dieses... Warte. Ey, komm, ey. Warte. Dieses, was du gesagt hast... Ist richtig,
Das mit dem Joint ist das Einzige, wo ich widerspreche. Und ich muss auch ganz was Richtiges sagen. Weil man, muss gerne das, man muss das Loch analysieren. Ja. Und dieser Mann hat mir sehr viel geholfen. Das ist kein Süßholzgras, aber auch gute Brüder haben mir geholfen. Also dieser Bruder hat mir auch, wird nicht gelogen. Er hat nur damit ihr wisst, auf den Kopf, er lügt nicht. Auf den Kopf gewaschen. Er hat dreimal auch wenn Kopf, du nicht ne? weißt, woher du kommst, weißt du nicht, wohin du gehst. Und ich wusste auch wenig, woher ich komme, weil ich meine Vergangenheit, meine Vorfahren, und wir haben viel. B hat mich sehr geteacht, auch mit ein paar Sachen. Ich habe ihm den Moonwalk beigebracht und er mir ein paar Sachen. Und er hat, wir haben schöne Sachen zusammen analysiert und haben sehr viel geredet und es hat sehr geholfen. Und er hat mir auch oft unangenehme Sachen erklärt. Also hat mir den Biss wiedergegeben, hat mir sozusagen gesagt, du hast den Popel da kleben. Mhm. Eigentlich alle habe ich früher verhauen, ihn habe ich dann geglaubt und seitdem läuft es ganz gut. Siehste. Dass er nicht so gut aussieht mal, wie ich, wird er mir nie verzeihen. Und guck mal, was ich noch kurz so einwerfen wollte. Applaus, Applaus. Applaus am Wähler. Wir haben die besten Omas, Digga. Das, das ganze Hip-Hop-Ding ist so groß geworden, guck mal, wie viele Möglichkeiten wir alle haben. Bruder, lass mal bitte über eine Sache reden und du musst mir alles erzählen. Ist okay. Mir scheißegal, auch wenn wir das ganze Interview jetzt sprengen. Ich will alles über Rust wissen, Bruder. Ich habe gestern die Dings Train Wars DVD geguckt. VHS-Kassette, Train Wars. Rust. Digga, du warst mit ihm. Digga, Rust. JD war eure Crew, wa? Wir haben uns kennengelernt. Jeder, der nicht weiß, wer Rust ist, man macht euch Gedanken, Alter. Guck mal, hier ist ein alter Tick. Zicke, das war ja, mein Zicke. Meine Mama hat immer gesagt, Stefan, was machst du mit den ganzen Verbrechern? Du bist ein Guter. Der hat mal für mich ein Fuck-Gangbang-Bild gemacht. Nein, waren die ich besten war Freunde. Einmal mit ihm, ey Digga, ey, Leute, wenn ihr nicht wisst, worüber wir reden, ihr habt... Es war der Graffiti-Gott, Staffallah, ich sag nicht Gott, also ich sag Gott, jeder weiß, wie ich meine. Ja. Er war ein Künstler, er hat mir bis Rappen beigebracht, weil er meint, du kannst alles werden, was man will. Und ich wollte Rapper werden, er der beste Sprüher und ich liebe ihn. Wenn diesen Namen, dass dieser Name ist fällt, der beste, ja. Ist wie Euphorie, wie Energie, ja. Weil ich lebe den Traum weiter und ich gehe jeden Tag auf so eine Seite, die heißt zu Jefferson oder so, ja. Er bringt immer von Rust Instagram alte Bilder. King. Und wenn du zu mir kommst, zeige ich dir mal alte Bilder von mir und Rust, mein Homie Rust, mein kleiner Homie, rest in peace, Bruder. Ich hatte das Glück, in meiner aktiven Sprüherzeit, bevor Rap und bevor Agro Berlin überhaupt kam, bevor man zu der Zeit war es noch als Sprüher cooler als Rapper, du weißt, die Zeit, wenn jemand dann gerappt, wenn jemand gesagt hat, er hat gerappt, dann haben wir ihn ausgelacht. Und ich schwör's dir, du hättest mir sagen können, triff jetzt 50 Cent oder keine Ahnung, Michael Jackson oder Rust, hätte ich gesagt Rust. Und dann gab's, hat mich damals mein Kollege hier, Scar, war damals Sprüherkollege von mir, hat mich sozusagen in seine Gegend da mitgenommen. Und dann war das so ein, du weißt doch, man hängt auf der Straße rum und dann gibt's so Begegnungen und der eine kommt und der andere. Warst du in Beckos Hut, in Mariendorf warst du? Nee, ich war mit Scar, das war glaube ich in Charlottenburg. Ach so. Und dann sind wir zufällig, wie gesagt, weil der Tag sich so ergeben hat, haben wir Rust getroffen und sind zu Dyke in die Wohnung gegangen. Und dann saß ich da mit Rust, Dyke und Chio. Chio auch, rest in peace. Rest in peace, Chio. Ich schwör's dir, Dicker. Oh, das war ein Wedding, glaube ich. Weil Dings, ich glaube, Dyke und Chio waren ja mal ein Wedding. Ja, die waren im Norden, Dicker, und dann saß ich da in der Wohnung, Alter, mit Chio, Dyke und Rust und Scar, Alter, und diesen Tag werde ich nicht vergessen. Und dann habe ich von Dyke das Blackbook gesehen und so, und der war ja schon damals die Zeit voraus, was es angeht. Und überleg mal, zwei von denen sind nicht mehr da. Es war so Optik. Chio war mein kleiner Bruder. Der hat immer nicht geraucht, weil er sagt, dann kann er nicht so schnell rennen. Der war wie du, man hat keine nichts genommen. Ja. Und mein Bruder Rust war einfach so eine Bereicherung für mein Leben. Er war so ein toller Künstler, aber hatte auch diesen B-Boy-Gedanken. Ich war ein mittelmäßiger Writer. Heute wäre ich ein guter bei den Toys. Damals war ich ein mittelmäßiger. Mhm. Aber wir hatten diesen Crew-Gedanken. Osama, ich und Rust waren immer da an den Trains. Sind unten bei meinem Vater. Mein Vater haben wir damals gab es kein Internet. Die Zugpläne. Mein Vater hat einen Tag mitgemacht, Rula. Und als er dann gestorben ist, ist in mir auch was gestorben. Und ich hatte auch den Bezug verloren. War dann auch ein bisschen sauer wieder auf diese ganze Szene, weil ich hatte selber Psychosen. Ich weiß, wie anstrengend man das ist. Bär hatte mich auch mal auf Psychose, hatten wir letztes Mal schon angesprochen. Es ist anstrengend, aber ein guter Homie ist da für einen. Natürlich. Und er hat diese Leute halt nicht und das finde ich schade, aber ich will auch keinen beschuldigen. Aber für uns war, ich habe ihn kurz vor seinem Tod mit Arzt und Bastard getroffen. Ja. Wir haben ihn noch verarscht. Wie Idioten. Ich dachte, er ist so ein Schönling geworden, weil er so braun war. Aber er musste schnell weiter. Er war braun, weil er schon 14 Tage wach war und immer rumgelaufen ist. Ach, von der Sonne. Scheiße. Diese scheiß Pilze. Das kann für immer euer Leben kaputt machen. Kinder, lasst die Finger von allen Drogen am besten. Aber halluzinogene Sachen, LSD. Manche bringen ihre Schwester um, stechen ihren Vater ab. Ich habe Leute vor die S-Bahn geworfen. Es ist einfach schlimm, dieses Zeug. Lasst die Finger von. Crazy, das muss ich immer dazu sagen, wenn man über Rust redet. Selbst eine Legende hat es gebrochen, diese Scheiße. Und er war der größte Writer, den wir mit haben. Der war der krasse. Ah, du warst auch sehr legendenverbunden. Du warst immer mit Maxim. Ja, mit Maxim. War für mich eine Legende. Aber, ja, aber mit Maxim habe ich auch vor seinem Tod auch kurz. Also, wir haben uns 2-3 Monate war sehr intensiv. Ihr habt ihn mal interviewt, du und Bushido.
Nee, wir hatten, nee, es war anders. MTV hat uns interviewt und Maxim kam zufällig vorbei, Alter. Hm. Richtig krass, Alter. Das war auch so. Maxim hat manchmal so amerikanisch geredet, weißt du noch? Weil er sagt so, wir treffen in Gesundbrunnen, ich und Osama sagt so, ja, die Großen sagen, wir dürfen nicht rein. Oh, das sehe ich aber anders. Meine kleinen Oldschool-Homies können malen und so. War schon mal sehr legendär. Maxim hat einmal, habe ich ein Battle auf der Bühne, war irgendwie wieder so, irgendwie so eine westdeutsche Schwuppi-Jury. Und da haben Arzt und ich das Battle verloren, war besser. Kam Maxim mit seiner Everick-Sacke auf die Bühne, holt seinen Cash raus, sagt, jetzt rappt nochmal gegen die Berliner und so. Top, Mann. Ruhe und Frieden. Ja, Mann, auch der beste Rest in Peace. Ich hoffe, B-Boy-Himmel. Ich glaube an den B-Boy-Himmel. Ich bin einfach gestrickter Mann. Was ist mit dem Opa passiert? Weißt du das? Freispruch. Freispruch weiß ich ja damals. Aber da war noch irgendwas im Nachhinein. War echt, ja? War was? Ich weiß nicht mehr. Ich habe irgendwas gehört und seitdem nicht mehr. Ich konnte es einfach nicht glauben. Für mich jeder hat sich aufgeregt, ist ja klar. Aber nee, damals war klar, dass dann, wir waren ja alle da, standen da vom Gerichtssaal und dann wurde da rumgepöbelt. Aber ich kann es alle, ich weiß ja bis heute nicht mal richtig, was passiert ist. Ich bin mit Bushido bei der Jam aufgetreten. Ja, ich war da auch. Da war ich auch. Böcklerpark, bei uns war das. Genau, ja, ich weiß. Mit Shannon war noch da und so, ne? Die haben das mitorganisiert. Ja, aber auch Kayo und so, die älteren Leute, die auch von seiner Crew, von Maxims Crew BKs. Weißt du? Der war ja da, was das angeht, war er sehr, sehr Kreuzberg dazugehörig, obwohl er keiner war. Ja. Was viele nicht wissen, Maxim hat den Namen 36 Boys gegeben. Krass. Ja? Ja, also er war damals im Meeting mit drin, hat den Namen vorgeschlagen. Das war Maxims Idee, das wurde dann genommen. Legende daraus geworden. King, ja. Wahnsinn. Schurde. An seinem 33. Geburtstag auch noch, Alter, Digga. Freitag, der 13. Ist Jesus nicht auch mit 33 gestorben? Weiß ich gar nicht. War ich gerade Kreide holen im Religionsunterricht. Nee, ich bin immer aus dem Religionsunterricht rausgegangen, weil ich dann zu Hause immer Pornospiele gucken konnte, weil die Eltern nicht da waren. Ja. Bin ich stolz drauf. Ich denke aber auch von dem Hip-Hop, wo wir kamen, war es halt echt Straße. Wenn du halt hart warst, musstest du hart sein. Heute kannst du auf hart machen, musst es nicht mehr. Ja. Wir hatten auch mal gesagt, schon Fame. Jeder trägt seine Eier selber. Und wir waren schon Fame vor dem Insta-Fame. Das stimmt. Dank Bild. So einfach, Straßenfeld. Die berichten auch über dich in der Bild. Über mich? Die haben so einen Podcast. Ich weiß. Da geht es nur um Großfamilien, Rocker und Flair. Und Flair. Unfassbar. Dankeschön, ich bin stolz. Oh mein Gott, Alter, ich weiß. Extra lang. Extra lang, Alter. Unfassbar. Das ist ja Blödsinn, Alter. Unfassbar. Dann machen wir die Straße lässt sich los, Teil 2. Oh, du willst. Mach guten Beat, rappen wir. Guter Song, oder? Ja. Nur du sagst mein Leben und kein Gangsterfilm. Bin aufgewachsen auf den Straßen, wo die Gangster chillen. Sah die 90er Jahre, was weißt du mal darüber? All die Straßen. Heute rappen die so. Bisschen muss man auch den Film machen. Wir müssen einen Song machen. Ich schwör's dir, auf neuen Style, Boogie. Ich mach Trap. Geisterstadt, wir machen Jagd auf den Sheriff. Ein schmaler Grat zwischen Star und Gefängnis. Du musst aber mehr nuscheln. Mumble-Rap. Ich hab die Mumble-Interviews davon. Aber nenn es nicht Mumble-Rap, sag Nuscheln. Nuschel-Rap. Nuschel-Rap. Ja, viel geiler. Nuschel-Rap. Warum sagen die? Voll geil, müsste einer kommen mit, ich mach jetzt Nuschel-Rap. Was pumpst du? Ich hab dich praktisch beim Interview letzte auch gefragt. Was hast du gerade in deiner Liste? Future gerade. Ich mag Future, Alter. Der Typ hat für mich die richtige Energie, geht nach vorne. Ist zwar der neue Style, aber ist auch die gewisse Härte. Das klingt so wie Rechtfertigung. Nee, nicht meine, weil es gibt ganz viele neue Sachen, die höre ich gerade nicht. Die sind auch gut, aber mir ist es gerade es gibt gerade zu viel, was gleich klingt. Mhm. Und deswegen sage ich, Future ist auch einer von den neuen, aber für mich klingt der speziell. Ich kann mir von Future ein ganzes Album durchhören. Und wenn ich mir diese Playlisten anhöre, dann ist der auch in diesen Playlisten drin. Das heißt, der ist schon von diesem neuen Film und so, aber für mich sticht der halt da raus, weil es gibt voll viel gerade. Jede Woche kommt ein neuer Künstler, ist auf dem neuen Film und so, aber irgendwie mittlerweile ist mir auch wieder zu viel. Ich höre wieder New York, geile Sachen. Ja, 90er muss ein bisschen jetzt wieder zukommen. Nee, höre ich immer 90er, aber B schimpft mal hohe moderne Sachen. Jetzt hat mein Commander zum Geburtstag. Machst du gar nicht neue Sachen? Doch. Er schimpft mal, ich soll mich mehr mit neuen beschäftigen. Und ich bin ein Riesenfan. So. Mano, Onkel Mörder, feiere ich richtig krass und Fred Zegarzahn. Hatte ich früher nicht so auf dem Schirm, richtig ist aber, stark ist in New Yorker. Oldschool. Aber Mano macht sehr moderne Sachen. Mano geht. Und Onkel Mörder ist mein neuer offizieller Liebling. Der ist bei 50. Der ist bei 50. Und Onkel Mörder macht mich glücklich mit Aussagen. Da sieht man wieder Punchlines. Ich muss sie verstehen. Deswegen höre ich kein französisches Rap. Ich muss die Punchline verstehen. Mein Herz muss da aufblühen. Wie Onkel Mörder immer rappt so. Der scheiß Schlampe kaufe ich keine Geschenke ihren Kindern, ja und so. Mein Kumpel kommt aus dem Knast raus. Er sagt, wenn er raus
rauskommt, will er den gleichen Typ nochmal abknallen und so. Der sagt so lustige Sachen, bringt mich zum Lachen. Onkel Mörder. Der ist krass, mit 6ix9ine hat er auch einen Song. Geile Tracks, Mann. Aber gut, das gib dir mal Alarm, mein Nigger. Mit Maino, Onkel Mörder. Warum ist das so was Besonderes, mit 6ix9ine einen Song zu haben? Das habe ich noch nicht verstanden. Weil der damals, na jetzt ist es nicht mehr besonders, aber damals war der halt so heiß, so aktuell und so ein neuer Style mit Onkel Mörder und 50 war halt voll so zwei Welten so. Es war das neue New York und das alte New York, aber es war halt voll krass, dass sozusagen die mit so einem neuen Typen auf den Song kommen und das Video war auch krass und hat einfach gepasst, so, weißt du, was ich meine? Das ist wie so, wenn ein richtiger Oldschooler kommt und ist mit einem neuen Typen auf dem Track und man denkt sich so, okay, geil, es passt. So, das fand ich halt krass dabei, so. Der Bruder ist mir ein bisschen zu überhyped, Alter. 6ix9ine? Ja. Ja, der ist doch vorbei. Das ist, aber auch, der war Paradebeispiel. Auch, wo er da war. Ja, der war auch Paradebeispiel für dieses hochgezüchtete. Ja, das ist alles ein Zu-Fake dann. So, das geht dann irgendwann für mich persönlich dann nicht mehr, auch nicht mehr entertaining, weißt du so? Ganz ich weiß, ehrlich. Was du meinst. Ist dann nur noch bunt und nur noch Getue und nur noch. Ja. Der hat auch, deswegen hat er auch richtig mies seine Abrechnung bekommen, Digga. Der hat dann gerappt und hat dann Leute bedroht und hat dann seine, wollte dann wirklich Gangster sein, hat seinen Rücken da gehabt und es waren wirklich ein paar Mörder dabei. Darum haben die ihn weggesperrt. Weißt du, was passiert ist? Ja, ja. Vor Gericht? Das weiß ich gerade nicht. Dass der gerade erzählt und auspackt, weiß ich ja. Ja, also ich weiß das ehrlich gesagt auch nicht, aber ich habe ein paar Sachen nur gehört, dass da wohl viel gefallen ist, was viele Leute belastet hat. Anscheinend 10 Leute oder so vor Gericht. Ja, ja. Das ist der Grund, warum er so einen Haftnachlass bekommt quasi. Ja, klar. Nicht so lange sitzen wird. Also er ist offiziell halt über Snitch. So. Oh. Also, ja. Also das ist, glaube ich, schon jetzt mittlerweile in. Fakt. Ja, ja, das ist sowieso schon klar. Der Typ ist verbrannt. Und das andere Frage, habt ihr Nipsey Hussle auf dem Schirm gehabt? Ja. Ich richtig aus Nipsey Hussle, ne? Nipsey Hussle, ja. Ich kannte Schande über mich. Alle Leute, die ich feier, haben den übelst viel Respekt zugesprochen. Ich kannte den auch nicht auf dem Schirm. Nee, das wäre gelogen. Ich habe den auch nicht auf so auf so habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Du hast bei Insta was gepostet. Nee, ich kenne Nipsey Hussle, weil ich mich mit West Coast Rap schon immer beschäftigt habe. Ja. Ich auch, aber ich habe den nicht so auf dem Schirm. Ja, genauso wie bei euch auch war der jetzt nicht so derjenige, den ich auf Spotify gejagt habe oder so. Ja, ja. Also jetzt nachhinein ist die Sache viel größer. Viel größer. Viel größer. Ich wusste so gut wie nichts. Der Name ist mir geläufig. Hier mal ein Video, hier mal ein Song, das war's. Er aber war in seiner Gemeinschaft, wo sehr beliebt hat, im Vergleich zu anderen richtig, Rappern. Der war wie Maxim. Der war so ein richtiger Maxim. Und das Ding ist halt auch, deswegen glaube ich, deswegen finde ich es auch ein bisschen traurig, weil es kommt nicht konstruiert rüber, dass DJ Khaled jetzt eine neue Single mit dem gedroppt. Das heißt, die haben wirklich 5 Tage vor seinem Tod schon ein Video gedreht. Deswegen ist krass, der war. Ah, Tycoon Khaled gesehen. Ich dachte, aber ja, das ist ein altes Legend. Video, was er jetzt rauskramt. Und deswegen ist schon krass, ist also macht die Sache noch tragischer, dass der sozusagen gerade auch so einen Come-Up hatte. Die haben den gerade, also er war schon immer so eine Kiezgröße bei sich und der war immer sehr zugänglich und wollte da den Leuten helfen. Aber er hat es dann auch echt geschafft, so kommerziell und mit großen Leuten und dann drehen die da Video. Und deswegen denke ich mir so, boah, dann ist ganze Leben lang probierst du hochzukommen, dann kommst du hoch und dann wirst du erschossen. Dann denke ich mir so, boah, war schon komisch. Sein Album war wohl für einen Grammy nominiert, Digga. Ja. Alter. Ja, krass. Und dann bist du weg, Alter. Höchste Auszeichnung. Genau wie der, wie heißt der von French Montana, der erschossen wurde? Chinks? Chinks Drugs. Ja. Chinks Drugs, glaube ich, ja. Der wurde auch abgeknallt einfach. Der war mit French Montana, kam auch gerade. Hat auch einen Song mit Jada Kiss gehabt, so einen krassen. Deswegen ist es manchmal echt, das macht es dann noch trauriger, also, wenn ich mir so denke, boah, jetzt hast du endlich auch dann den Erfolg und so. Bei Pan war ich so traurig. Aber er war Dings hier, Nipsey war aber Dings hier, der war nicht broke oder so. Nein. Also er war Hood und vor allem Business. Ja, ja. Der hatte viele Business-Strukturen, mal abgesehen von Mucke. Ihm ging es gut, er konnte auch der Community zurückgeben, weißt du so? Und das ist halt immer edel. Ich glaube, das ist der Grund dafür, warum sein Tod so einen Impact hat, weil viele Rapper wurden in letzter Zeit älter kalt gemacht, ehrlich gesagt. Mhm. Auch aus Chicago und so. Ja, voll. Aber bei Nipsey ist wohl, dass er so ein Community-Typ war, der das wirklich, was er hatte, was noch nicht mal das Maximum war, aber trotzdem gut und intelligent benutzt hat. Mhm. Und das haben sie von Tupac das letzte Mal erzählt, aus der California-Region. Dass jemand so für die Community und so. Was viele Leute nicht wissen, habe ich letztens erst erfahren, Tupac ist broke gestorben. Der Typ hatte, glaube ich, 10.000 auf dem Konto. Echt, ja? Haben viele gesagt. Es gab so viele Millionen, die gebunkert waren, die noch kommen würden. Aber in dem Augenblick, wo er gestorben ist, war seine Porte nicht so fett. Und viele Leute sagen, das hat daran gelegen, dass er supportet hat. Familie, Hood, Freunde, dies, das. Hat eine Menge von dem Mann bekommen. Aber er hat auch gesagt, das habe ich beim BG Knockout-Interview das letzte Mal erst gehört, ich wusste das nicht. Da hat BG Knockout dann erzählt, er meinte, weil die haben verglichen. Konnte man Tupac mit Nipsey vergleichen? Oder weil Nipsey hat mehr getan, hat der eine gesagt. Tupac hatte noch vor viel zu tun, aber er kam nicht dazu. Mit 25 gestorben. So. Aber dann haben sie gesagt, so pass auf, Nipsey war Tupac-Fan.
der hat seinen Stuff gehört, er ist mit ihm aufgewachsen und hat sich an ihm orientiert. Mhm. Und Tupac hat damals gesagt, wohl, das, was ich sage, wird einen Funken sprühen. Und daraus werden andere Leute, werden sich Gedanken machen und werden der Community helfen. Und dass Nipsey er wiederkommt. War das dann. Nipsey war ein Produkt so von diesem Mindstate. Mhm. Weißt du, was ich meine so? Ja. Und das ist man halt auch, man hat doch gemerkt, wo er tot war, wie man dann auf einmal die Connection mit The Game, der postet, der kann er nicht mehr, er postet jeden Tag Bilder von dem, er kommt nicht mehr runter von dem, von der Trauer. Das ist richtig krass. Und wenn du merkst, dass zu allen großen Typen, Snoop hat dann über ihn geredet und so, das habe ich nicht auf dem Schirm gehabt. Game ist auch noch Blood. Ja, stimmt, ja, die Verbindung war auch noch krass, Crips und Bloods. Dann haben die auch so ein Video gedreht mit YG. YG auch Blood, dann haben die auch so blau, rot alles gemacht und trotzdem zusammen. Das war das erste Mal Game und Snoop damals. Vorher gab es das nicht. Ja. Game und Snoop haben ein Riesenplakat gehabt in Kalifornien, wo das erste Mal ein Crip und ein Blood-Künstler nebeneinander war. Das war damals tabu, Digga. Ja. Ich habe aber gehört, Shug Knight hat manchmal mit beiden gearbeitet in seinem Studio. Stimmt das, wie? Ach, Shug Knight ist sowieso der abgewichste. Dass der auch, manchmal drauf geschissen hat. Das hat so ein ging Bericht, da haben sie über Dog Pound Snoop Dogg, die sind auf Death Row gesigned. Die waren genau, Long auch, Beach Crips. Genau, meine ich. Digga, Shug Knight hat einfach Mutter gefunden, hat alle Maß genommen, Alter. Ich glaube, er kam ursprünglich, das erste Geld hatte mit Vanilla Ice gemacht, war B? Oder schon mit Whitney Houston, der war schon überall drin. Ich habe gehört, Shug Knight... Shug hat wohl Vanilla Ice an den Füßen runterhängen lassen vom Balkon oder so. Aber man weiß nicht, Digga. Davon ist viel Legende auch. Man weiß nicht. Aber wer kann Vanilla Ice nicht aus dem Balkon hängen? Ich bin auch immer skeptisch bei dem Film. Ich habe halt den NWA-Film gesehen, kannte aber auch den Bushido-Film oder andere Filme und weiß, wie viel Fiktion dann auch immer ist. Da Easy wurde so zum genau, Opfer gemacht. Genau, im Film wurde Easy krass zum Opfer gemacht. Das haben voll nicht. Weggelassen, dass Bone Thugs und Harmony schon voll durch die Decke gegangen sind und so. Ich war Vorgruppe mit Gazi beim Bone-Konzert, mit ihm auch. Und Digga, er hat schon die miesesten Typen gesigned gehabt, schon Welt jetzt gehabt. Und da in dem Film stellen die ihn so da, als wenn er broke irgendwo chillt und so. Der hat schon... Das ist auch so ein Opfer, der immer Kloppe kassiert. Dafür gibt es gar keine Beweise. Nee. Das ist immer die Death Row-Story gewesen. Der Sieger schreibt aber die Crips aus der Compton Hood haben noch nie davon gehört, dass Easy-E mit Baseballkeule verprügelt und hat auf Pussy gemacht. Es gab eine Situation, das weiß ich wohl, da haben sie selber erzählt, dass Dr. Dre wohl ihn in eine Falle gelockt hat. Da ist Easy dann irgendwo aufgetaucht, sollte sich mit Dre treffen und dann waren dann die ganzen Gangster so drumherum und haben ihn versucht einzuschüchtern und so weiter. Ich glaube, es kam auch von Shug Knight schon zu der Zeit, ne? Wo die mit diese Zeit. Ich habe einen Bericht gesehen nach dieser Zeit, da hat Dr. Dre sich so krass distanziert und sagt, er möchte nie wieder mit echten Gangstern zu tun haben. Er hat sich genau von diesem Film distanziert, den er vorher so glorifiziert hat, dieser Kampenbänger, hat er gesagt, das war alles Show, er möchte mit so Leuten nichts mehr zu tun haben, er ist hier mit seiner Familie und der war auch, glaube ich, traumatisiert. Klar, der war auch immer jemand, der eigentlich eher die Kunst und der war im Studio und wie gesagt, ich hoffe im Deutschrap, dass sich das alles beruhigt, es ist zu viel Geld im Spiel, es wird mittlerweile genauso sehr, sehr viel Money im Topf. Überall ist gleich, die Welt ist global, alles gleich. Leute, passt auf euer, wie gesagt, holt euch nicht irgendwelche Kriminellen, nur weil ihr jemanden braucht. Nein, und macht alles baut das Haus auf euer Fundament, bleibt bei den Sachen, jeder kann rappen von dem, was er weiß. Man soll nichts reparieren, was funktioniert. Genau, aber die Kleinen sehen, dass funktioniert. Guter Spruch, Bro. Die Kleinen sehen, dass funktioniert, mit Dings hier, Rücken und Schutz und das, was präsentiert wird. Das wird denen vorgelebt. Kannst du nicht böse nehmen, wenn du jetzt mit einem Spruch das nicht gerade biegen kannst, nach dem Motto, macht mal selber, baut auf. Ja. Ist nicht realistisch für den kleinen 15-Jährigen gerade, weißt du so? Also ich kann dir sagen, also ich habe gerade eine Anfrage bekommen von Spiegel TV, habe ich dir noch nicht gesagt. Ja, hab ich auch. Das habe ich jetzt, hast du auch, war. Ja. Wir haben das abgelehnt, wollten auch über Großfamilien und alles im Rap-Game. Die sind da voll wild, glaube ich, gerade so ein Bild auch zu machen. Entschuldigung, Baby, habe ich natürlich abgelehnt. Aber ich glaube, dass... Hast du auch bekommen? Ja, ja, also wenn Leute... Spiel TV ist immer sehr seriös auch, muss man dazu sagen, ja. Ja, voll. Also wenn Leute mich fragen, wofür du einen Rücken brauchst oder wofür du nicht einen Rücken brauchst, ey... Ich brauche ihn zum Latzi. Du brauchst ihn nicht, damit du ins Studio gehst, damit du gute Musik schreibst. Doch, Latzi im Studio, Latzi. Ja, damit du Qualität ablieferst, damit du gute Videos drehst, damit du erfolgreich bist, brauchst du nicht jemanden, der dir dann Eier gibt, Eier ausleiht, weil es wird am Ende des Tages wirst du immer dann der Leidtragende sein. Sowas hat alles seinen Preis. Darum... Und ey, ganz im Ernst, ein paar Mal auf die Fresse kriegen, formt den Charakter. Und es ist auch viel schöner, die Leute nicht abzuziehen, sondern feste Teams zu machen. Brauchst du auch diesen Rücken, wenn du mit anderen Leuten schlecht umgehst. Wenn du wenn ich Angst habe, dass ich irgendwo beefe und dann haut mir einer auf die Fresse, dann und jetzt? Lieber kriege ich auf die Fresse, anstatt dass ich... Ich habe dieselben Fehler auch gemacht, habe ein Video gedreht, dachte, ich bin krass, dann cool, representen, weil ich dachte, es gehört dazu. Am Ende ist es nicht einfach. Arzt hat auch gesagt, er gibt so einen Tipp, auch wie ich das gemacht habe, man muss so eine Abstürze sich medial präsentieren, dass die Leute ja nichts mehr übel nehmen, weil man schon die Leiche im Keller ist, man selber die Leiche. Ich glaube, es geht eher darum, dass die Leute sehen, dass du immer wieder aufstehst. Genau.
Rocky Baby. Ja, genau. Ja. Rocky gab 7 Teile deswegen oder mehr. Jetzt kommt noch Creed und der hört nicht auf, Alter, bis er stirbt. Sogar Batman hat das gesagt, Digga. Batman hat auch gesagt, warum fallen wir, um wieder aufzustehen. Ey, und da ja. Ich was voll Interessantes sagen. Ich dachte ja wenig, ich sage ja immer, ich habe nur Ahnung von Newporn und Boxen 90er Jahre. Mein Freund Thomas Knieps vom Puffensport, der gibt mir die besten Infos. Geile Geschichten auch zum Boxen, der ist da sehr tief drin. Sein Vater wird immer abgelehnt bei Ran und so, weil der zu ehrlich ist. Der Herr Knieps war auch schon bei vielen Leuten in der Ecke. Sehr einflussreicher Mann, die erzählen mir immer tolle Sachen. Und ich wusste gar nicht, dass der Tommy Gunn vom 5. Teil, ich hab den auf dem Schirm, dass es ein echter Schwergewichtsboxer war. Ja, der, ich wusste, bekommen aber ja, ich wusste es nicht, Flizzy. Der ist mir irgendwie fremd. Ich habe damals natürlich nur meistens es gibt durchgemacht. Doku bei YouTube nur über den Typen. Ja, ich habe durchgemacht bei Heger immer, haben wir Premiere gesehen. Das hast du mitbekommen von Schwergewichten, was in der Zeitung stand. Da war es ja nicht so. Und den habe ich immer als Schauspieler eingeordnet. Nee. Und eine mega interessante Story. Hatte ich auch, glaube ich, 30 Kämpfe auch sehr erfolgreich. Und dann dachte er, wie Eazy-E, man kriegt nur die Schwulen, kriegen AIDS. Und dann hat er AIDS bekommen, ja. Irgendwas Komisches war mit dem, ja. Und dann hat er auf jeden Fall auch mit Drogen und so. Ja. Aber der war einer der Anwärter auf miese Karriere. Ja. Und da dieses Boxen und Dings hier, Kampfsport, jetzt kommen wir direkt in unser Lieblingsbereich für heute. Ja? Aber, weil ihr jetzt Eazy-E und AIDS gesagt habt, seine ganze Familie und die ganzen Rapper um ihn herum, die wehren sich voll dagegen. Ist doch blöd, dass er AIDS gehabt hat. Kein Typ, der sich mit irgendwas infiziert, stirbt nach 3 Monaten. Gibt's so, nicht. So ungefähr. Das also ist so viele, jetzt sind wir wieder bei einem Thema, das sagen auch viele, bei Eazy-E ist eine Verschwörung. Das gibt ganz viele. Chuck Knight saß bei Dings, glaube ich, Letterman und meinte, der hat eine Spritze bekommen. Er sagt es. Hast du es gesehen? Ich hab's gesehen. Er macht einen Joke. Ja, bla, dass jemand ihm was gegeben hat. Injizieren mit einer Spritze. It's an easy thing, sagt er so. Weißt du? Ja. Aber das gibt's schon vor lange. Das hat damals, die Bone-Leute haben das, glaube ich, gestartet. Es gab ein Interview mit auch noch Jamie Foxx auch noch. Auch noch große Plattformen. Bone Thugs and Harmony bei Jamie Foxx haben auf einmal angefangen zu erzählen, von wegen Easy hatte kein AIDS. Er wurde injiziert von Jerry Heller und so. So Management und Label, Leute. Richtig crazy, Mann. Digga. Da war so viel Geld im Spiel, du weißt nicht, was sie gemacht haben, Digga. Verrückt. Aber es ist wirklich seltsam. Also ich kenne auch keinen Fall, Alter, weißt du, der von heute auf morgen... Aber ich habe in meinem Freundeskreis, Freund B, hören die welche zu, ich werde die Ärzte jetzt nicht outen, aber manche von meinen Ärzten glauben nicht an AIDS. Die hören deine Tapes zu Hause. Ich gebe dir nur einen Tipp, Alter, nimm einfach direkt das nächste Thema vor. Okay. Ich schwöre dir. Ich sage dir gar nicht, warum. Jetzt sag mal, sollen die Ärzte sich einen Gummi rüberziehen oder nicht? Nee. Mach doch. Allein, um keine Kinder zu bekommen. Aber ey, nur mal so nebenbei an die Ärzte aus Langwitz. Es gibt Syphilis, Myphilis. Das sage ich immer. Das genau. Bruder, muss nicht nur AIDS sein. Kriegst du Kuppenkäse, kriegst du Tripper, alles kann passieren. Und wenn ich heute Abend nicht 5 Bonköpfe bekomme, werde ich nächsten Podcast eure Namen nennen. King, was wolltest du jetzt? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Also an der Stelle war, letztens hat mich mal gefragt, ob ich auch meine Frau ins andere Loch ficke. Meinte ich, bist du blöd, dann würde ich noch schwanger. Ja, Spaß. Komm. Den hast du verdient, Digga. Was ist grün und riecht nach Schwein? Ich weiß es, aber ich sag nicht. Der Finger von Kermit der Frosch. XL-Applaus. Ey, ich brauche neue Freunde, die kennen meine Witze nicht. Was war, du wolltest jetzt zum nächsten Thema schon, was ist euer Lieblingsthema? Was war das Lieblingsthema? Ey, weil ihr angefangen habt, über Boxen zu reden, ich habe schon den Verdacht gehabt, dass wir ein bisschen länger reden. Mhm. Wollt nochmal den Eazy-E da reinwerfen. Also. Ich war ja bei BG Knockout, beim Konzert, habe ich den DJ von BG Knockout einen in die Fresse gehauen. Warum, Alter? Der hat die ganze Zeit die Show verkackt, der kannte BG Knockout und ich hatte gar keinen Respekt. Und der hat die Show krass verkackt. Während des BG Knockouts kam Curse und so Musik auf einmal gespielt. Es war, ey, dicker Flair. Das war schon, Bela, das war schon fast wie mit Absicht. Dann kommt er da runter voll selbstsicher, freut sich noch die ganze Zeit. Ich nehme den von Savage und so von der Seite, scheiß ihn zur Seite an, mach den richtig zur Sau. Dann war alles schon erledigt, dann war er frech, dann musste ich einen Pfund hauen. Scheiße. Die Story sieht man bei deiner Doku am Ende. Savage erzählt das. Ja, aber die jugendfreie Version. Ja, genau. Ohne den Finalen. Ja, nee, wir waren bei Kampfsport. Ab jetzt, Digga. Conor McGregor. Digga, warum jetzt? Ja, Alter, Digga. Ist doch das Langweiligste von allen. Das ist doch für die Mainstreams. Du guckst doch richtig, Digga. Nee, ich guck so intensiv, guck ich auch nicht. Aber du kennst mehr als Conor McGregor, Digga. Habib, du kennst noch Ronda Rousey. Ronda Rousey kenn ich, ja. Also damals kannte ich nur damals Wendley Silver und so. Das war, als es neu kam, gab es bei uns so Video und Sound ohne Titten und Frauen. Ich bin auch nur Fan geworden, weil mir gefällt einfach diese Art dahinter. Wir haben das geguckt. Ja. Ich wollte nur sagen, wie ich zum ersten Mal, weil Beasch ist ja sehr leidenschaftlicher MMA-Fan und aktiv. Wer ist dein Liebling? Wen liebst du?
Das ist sehr, sehr schwer zu beantworten, aber deswegen lasse ich die Antwort. Nur, ich war früher, so bei den Zeiten, Fedor. So. Ich war VHS, ich kenn's noch, 90er Jahre, da gab's drei Teile. Da war ein riesiges, so Art Michelin-UFC-Männchen und da waren wie ist die Familie? Gracies. Gracie-Familie war dabei, Wendley Silver, das waren so das damals die VHS-Tapes. Genau, das war, da kam es damals neu. Das habe ich auch das erste Mal so gesehen. Ja. War noch so genau. K1-mäßig, ne? Nein, das war schon MMA. Echt, ja? Aber dann noch richtig so über, als der Judo-Camper folgte. Das ist UFC 1 bis 5 so. Ja. Also, wo die noch einfach rein und jeder konnte anziehen, was er will. Style gegen Style, jeder konnte anziehen, was er will. Royce Gracie ist mit dem Dings gekommen, mit dem Gi. Und damals war wirklich so, der eine kommt, kann Karate. Der andere kann nur Taekwondo. Der andere war Boxer. Der Boxer kommt rein, hat einen großen Handschuh, einen kleinen. So voll die Freakshow, weißt du so? Mhm. Gleich beim ersten Kampf, weil die Leute damals ja dachten, das ist jetzt wie WWF. Für die war das damals so wie Fake Wrestling. Keiner wusste genau, jetzt hauen sie sich wirklich. Das gab's ja damals gar nicht. Und dann läuft das Pay-Per-View in Amerika. Wie bitte, was lief? Pay-Per-View, also du musst dafür bezahlen, um das Event zu sehen. Ja. So, die zahlen $50, dann können sie das sich reinziehen. Jetzt läuft das Pay-Per-View in Amerika, keiner weiß, was ihn erwartet. Erster Kampf, ja, so Gott will, kommt das Schicksal. Und ihr wisst alle, ja? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Habibi, damit du weißt. Was passiert? Ein riesen dicker Sumo-Ringer kommt rein ja. Und ein riesen langer, so ein holländischer Kickboxer oder so. Und der Kickboxer ballert dem Alter ein Highkick in die Fresse, sein Zahn fliegt ins Publikum, auf einmal war die Illusion tot. Da wussten alle, okay, jetzt geht's ab, Digga. Das war UFC 1 halt so. Und Royce Gracie, der dünnste, kleinste von allen mit seinem Gi, hat das ganze Turnier abgestaubt. Keiner wusste, was zu tun ist, weil keiner Jiu-Jitsu kannte. Der hat einfach auf dem Boden die Leute gewürgt und die haben alle geklopft ja. Und dann war vorbei. Ja. Krasse Entwicklung. Jetzt haben wir es verkauft, in ESPN habe ich gehört, Thomas. Ich bin damals bei der, kennt ihr, I Love MMA? In der We Love MMA-Nacht, gefühlt 2012. Da waren sie alle, auch welche, die ich von deinem Umfeld kenne, waren viele von der Kampfsportszene da. Und ich hab von Anhalt zeigt zwei Lieder, ich bin der und ich bin ein Gangster, im Ring, im Cage, aufgeführt. Und ihr wisst doch, im Cage muss man sich die Schuhe ausziehen. Wenn nur mit Straßenschuhen, wegen Partikelchen, dass sie sich nicht verletzen an den Gloves. Naja, und ich, mein Becken-Rapper, sind ja schon leicht angepumpt so und ziehen uns die Schuhe aus. Und dann dachten die, Boogie geht. Damals habe ich noch jeden Tag richtig kolumbianischen und so. Dachten die, ich gehe in den Ring. Und einer kam so, Boogie, nein, mach das nicht. Die verarschen dich, die schlagen dich tot. Da lachten echt ein paar, ich gehe im Ring. Wahnsinn, nee, war ich natürlich nicht. Und bin da aufgetreten, war mega geil und ich liebe das immer voll. Aber ich glaube, die härtesten Kämpfe habe ich bei B im Hinterhof gesehen, auf Handykamera damals. Er hat es viel härter in Erinnerung, als es war, glaube ich. Meistens so. Aber es war wirklich funny. So. Er ist so zu einer Zeit dazugekommen. Da haben es gibt wir uns auch so ein YouTube-Format, B-Fights oder wie heißen die? Irgendwas Letztes habe ich zufällig gefunden. Ja, was sie gemacht haben. Die machen richtig dieses. Wir hatten Fight Club, B. Erzähl mal. Ja, geil. Also wir waren das nicht auf YouTube, aber bei uns lief keine Kameras. Ewig, ja. Ewig. Da waren wir noch Jugendliche. Aber da haben wir uns einfach auf dem Sportplatz getroffen, cool, haben uns Equipment gekauft. Und dann haben wir jeden eingeladen, den wir gesehen haben. Komm doch mal vorbei, wenn ihr Bock habt. Gab's halt lustige Sachen. Der eine hetzt sich ab von der Arbeit. Er kriegt schon Anrufe die ganze Zeit. Junge, dein Kampf ist gleich, dein Kampf ist gleich. Er hetzt sich ab, weißt du? Springt über den Zaun vom Grundschulhof, damit er da rüberkommt. Überall so Piker und so weiter voll gefährlich. Nur um sich die Birne einzuschneiden. Nur um sich, kommt auf Hektik rein. Alle pöbeln ihn noch an. Junge, wo bleibst du, Digga? Alle warten auf dich. Alter, was ist los mit dir? Und so. Er zieht sich die Handschuhe an. Erste Schlag, erst K.O. Yalla, bei Kartoffelbrei. Das war's. Das waren so die Zeiten damals, weißt du so? Es war einfach Bombe. Also hat echt Bock gemacht. Aber wir haben aufeinander geachtet. Deswegen haben wir auch damals seine Anfrage, ob er seinen Jungen zu uns schicken kann, haben wir abgelehnt. Weil wir wussten, wir unter uns, wir sind zwar behindert, aber kontrolliert behindert. Aber es gibt andere Leute, die, wenn du die nicht kennst, kannst du nicht bei sowas einladen. Ich glaub nicht. Da kommt Mord und Totschlag bei raus. Du musst schon wissen, mit wem du das machst. Dann kam ich da an mit meinem Jungen und der war schon voll auf. Ich hab voll auf gesetzt und bin dem gesagt, Digga, magst du Jungen? Ich sag so, ja, dann lass ich dann nicht antreten. Früher auch am Palast die Kämpfe, da waren hart auch manchmal. Da gab es schon in Berlin manche fiese Ecken, wo diese Kampfkämpfe waren. Gemeindepark oben jetzt auf ist, Denki. Jetzt ist überall Dings. Hipster. Oder was ist jetzt? Jetzt ist überall. Na, du weißt ja, wenn Hipster einen Uppercut gibt, was macht dann? Dann Hopster. Wo ist er? Der kümmert mit der Frosch mal am besten. Es gibt ja Schachboxen vielleicht. Wir müssen mal Battleboxen erfinden. Gegeneinander rappen, boxen. Gegeneinander rappen, boxen. Schöne. Checkst du Battle Rap, Digga? Null. Gar nicht. Wir hatten letztes Mal Savage hier, wir haben gar nicht über Battle Rap geredet. Der war doch gerade Jury in dieser Kollegasache. Ah. Vielleicht holen wir das mal auf. Aber Tierstar kommt bald. Tierstar? Ja.
Also da muss wirklich das letzte große Battle, wo ich voll geflasht war, Lars Unlimited. Weißt du noch? Lars Unlimited gegen diesen Dicken da. Der war auch lustig. Gorilla? Drop Dynamic. Nein. Drop Dynamic. Drop Dynamic, cool. Du hast Augenringe. Deine Augenringe haben Augenringe. So richtig, der hat ihn nur so angeschrien. Du bist ein Laser. Und dann kommt Lars. Hat die richtige Mutter gefickt. Sorry, nee, hat er nicht. Lars war richtig auf 8-Mile-Modus. Das ja. beste Battle habe ich mit Taktlos. Psychoanalyse hat er gemacht, ne? Diesen. Ja, ja, genau. Ja. Mit Taktlos habe ich das beste Battle gesehen. Ein westdeutscher Battle mit Taktlos. Fängt an zu rappen. Takti reißt ihn das Mike weg. Das war so geil. Nigga, ich geh mit dir Gassi. Hat rasiert. Und das Krasse war auch, die kennen das, die rappen so, und dann fängt Takt an. Und reißt ihn, Nigga, ich geh mit dir Gassi. Bei Basspunkt war ja mal, es gibt kein Battle. Hurensohn. Und dann verarscht er an ihn, der will ihn nachmachen und dann die quatschen sich die ganze Zeit, die rappen sich dazwischen. Und dann kommst du mit Tate und Mike und so. Also oder das Beste war einmal auch Massiv, Sido, ich, alle ganzen Basspunkte. Aber da hat so das Mike weggenommen, so. Ja, richtig weggekreist. Also ganz hartes Battle, war auch mein Kumpel H, ich sag immer H, vielleicht will er nicht genannt werden offiziell, ja. Ist da, wir cyphern alle rum, mein Kumpel H trinkt, pöbelt, nur die anderen waren so stabile East-Tail-Arzen mit Muskeln und so, sollen die battlen gegeneinander. Mein Kumpel H immer nur so. Und so, dann kommt der Ossi dann hin und sagt so, komm, lass doch mal battlen gegeneinander und so. Okay, du fahr an. Er battelt so und der Ossler konnte richtig gut rappen. Bringt miese Punchlines, ist viel breiter als mein Kumpel H. Dann kriegt H das Mic, war wie bei 8 Mile. 10 Sekunden kommt nichts, 20 Sekunden kommt nichts, 30 Sekunden kommt nichts. Nach einer Minute nimmt einfach Flash, haut ihm am Kopf. Das waren so Bassbox-Battles. Unfassbar. Und immer alle, wenn die ganzen Bassbox-Arzten gerufen haben, es gibt kein Battle. Yeah. Das war die National. Es war eigentlich so, National, das war eine Lebenseinstellung. Yeah. Es gibt kein Battle. Das gibt's doch nicht mit Berlin. Dicker, es gibt kein Battle. Mit Berlin. Und das ist wie wenn bei der Anrufer um was gemacht hat, weil ich es mir leisten kann. Ja, ja. Und es gibt kein Battle. Das, ja, da sagst du einfach, es gibt kein Battle. Der Battle ist, es gibt kein Battle. Ja, ja, genau. Stress ohne Grund. Stress ohne Grund. Ja, ich mache einen neuen Song jetzt. Kommt in zwei Wochen Stress ohne Grund 2019. Na. Oh. Apropos Stress und Grund, ich habe mit der Homeboy vertragen, weil ich ein Freund des Friedens bin. Ja. Alle haben mich gehängt, weil es ging so schnell. Die Bösen schießen in seine Richtung und dann vertragen. Das war alles zeitversetzt. Ja. Für die Medien war es nur so. Ging schon lange, ich hab's lange mitbekommen. Erst kam gute Freunde zu mir gequatscht, dann mit er hat es nicht so gesehen und dann auch habe ich gesagt, okay. Scheiß drauf. Ja, deswegen. Make love, not war, baby. Und ich muss euch mal echt was sagen. Die Aura ist hier super. Super? Hier ist einfach mega angenehm. Gleich noch einen Ballern hier. Direkt deine Realness verloren auf der Straße, Digga. Was hab ich verloren, Baby? Deine Realness, Digga. Oh, jetzt. So wie bei McFly, wenn einer sagt, du feige Sau. Siehst du jetzt in deinen Augen gerade, was hast du gesagt? Meine Realness? Digga, am gleichen Tag geboren wie Chuck Norris. Das geht nicht. Verteidige die Realness, Bruder. Ja, aber wir haben ihn beim ersten Podcast hier, beim Intro, da hat er ihn noch so beleidigt, da musste ich Schweinegrunzen drauf machen. Ja, ich war schon sauer, aber... Hast du in Rage geredet wieder? Ja, ja. Ich weiß. Kennst du, hatten wir auch schon hinter uns. Ja, ich weiß. Aber jetzt, ey, ihr verzeiht mir meine Fehler, wir sind alles Freunde, oder? Applaus! Man kann nicht alles durchgehen lassen, Bruder. 100% Real Talk. Was gab es eigentlich noch für Highlights letzte Woche, seit dem letzten Podcast mit Savas? Highlights? Was passiert? Was Game passiert? Of Thrones, guck dir die Kacke. Oh. Guckst du das? Oh. Digga, ich schwör's dir. Wenn du es guckst, du es gerne. Das wir hatten keinen harten Soundtrack. Das ist die einzige Sache, die ich nicht mitgemacht habe, die jetzt, also ich bin ja sonst gerne für alles, ich interessiere mich, Alter. Ich habe 5-mal probiert, damit reinzukommen, Alter. Ich habe mich daneben gelegt, wenn jemand das geguckt hat, da meine Frau hat da, das ist fanisch, Alter. Die Beziehung wäre fast kaputt gegangen. Digga, ich habe das erste Mal gesehen und dachte, was ist das? So. Wirklich, wir sitzen da die ganze Zeit, ich warte die ganze Zeit darauf, dass mich die Serie hookt, weil alle erzählen, wie geil die ist. Digga, da passiert gar nichts, Alter. Geben wir noch ein bisschen eine Chance. Nein, mal lass mal sein. Ausgemacht, tut mir leid, geht gar nicht klar. Was ist das, so ein Hartz-IV Herr der Ringe? Aber mit mehr Blut? Du hast einen Track darüber gemacht. Auf jeden Fall. Irgendwann später, hat lange gedauert, gibt der Sache nochmal eine Chance, weil alle reden, es kann doch nicht so kacke sein, Digga. Alle reden, okay, alles klar, setz dich hin, zeig mich nicht, Digga. Zeig mich nicht. Auf einmal zeig mich noch doller. Ich komm nicht mehr raus. Ich bin Junkie. Jetzt habe ich alle Staffeln 4-mal geguckt, Digga. Richtig brutal. Jedes Mal, wenn eine neue Staffel gekommen ist, habe ich alle Staffeln nochmal von vorne angefangen. Ich kann so ging es mir mit deiner Serie bei Dogs of Berlin. Meine Frau hat Netflix, gucke ich da immer abends. Ja, besser als das Gemeckere anhören. Nee, Spaß, gucke ich da Netflix. Und auch Dogs of Berlin hat mich erst gar nicht gecatcht.
Und dann habe ich echt ein zweites Mal, erst dachte ich Alarm für Cobra 11 mit Uzis und auf Koks. Dann habe ich aber, habe ich mich da reingeguckt und habe ich es richtig geil gefunden. Hat mir richtig Spaß gemacht. Vielleicht. Ich weiß nicht, bei Game of Thrones, ich habe es also fünfmal auch probiert, Dicker. Ich komme nicht damit klar, dass man sieht, die sind geschminkt, machen da auf Mittelalter, auf Hardcore. Die Typen, ich kann, das ist kein Typ, vor dem du Angst hast. Das sind alles so eine netten Menschen da, so die Weiber alle durchgestylt. Der Look hat mir nicht gepasst. Ich bin halt so ein Typ, ich gucke halt, Dicker, 90er, ich habe Heat geguckt, Mann. Ich weiß nicht, ob du dich auch so freust, lieber Flüssi. Weißt du, was es gibt, der neue He-Man kommt. Ja, da freue ich mich Infos? Drauf. Nein, und es kommt auch... Meinst du jetzt, weißt du wenigstens, ob er animiert ist? Was kann man da erwarten? Ich weiß gar nichts. Ich habe nur gehört, dass ein He-Man kommt. Weil es gab ja auch schon mal eine leichte Enttäuschung. Ich habe es trotzdem gefeiert, wie alles, was von He-Man kommt. Aber kennt ihr, wo He-Man auf die Welt kommt? Mit Dolph Lundgren? Ja, so. Ey, mehr Trash geht nicht. Kennst du den Baby? Der war geil. Ich habe den damals mies gehatet als Kind, weil ich war verliebt in He-Man-Figuren. Wirklich. Und dann dachte ich... Der einzige Blonde mit Eiern nach. Digga, wenn du die ganze Zeit He-Man, die Zeichentrickserie guckst, dann und du hast die Figur und jetzt kommt Dolph Lundgren, der war mir zu dünn. Ich wollte Arnold. Gab's keinen Arnold, war ich enttäuscht. Ja, außerdem, warum sind die nicht auf Eternia? Was sind sie auf der Erde? Ja. Ich will das scheiß Schloss sehen. Mit der kein Schlange. Budget, kein nee, Budget. Was ist los mit denen? Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, ist einer der coolsten Fantasy-Trash-Filme aus den 80s. Ja. Habe ich letztens nochmal rausgekramt. Ey, so geil. Aber es gibt noch geilere mit Dolph Lundgren. Kennst du die Rache für Rambo? Kennst du die Rache für Rambo, B? Nee. Die Rache für Rambo? Ey, das ist so hart. Also erst denkst du, das ist Propaganda, so Sowjetunion. Die ganzen Filme haben wir letztens schon gesagt, weil alles Propaganda, Rocky, Rambo, wissen wir alle, hat nichts mit Verschwörung zu Red tun. Red Eagle hat er gemacht. Ja, genau, irgend sowas. Red Scorpion heißt es, glaube ich. Mit Dolph Lundgren. Und er spielt auch einen Sowjetunion-Soldat in Afghanistan. Da sieht er, wie böse die Sowjetunion ist und er kämpft für die Amis. Und ist so hart. Red Scorpion kenne ich sogar noch. Er ist so hart, ne? Digga, die 80er Actionfilme, die waren einfach zu geil. Ich gucke gerade alle alten Steven Seagal Filme. Alle? Mein Vater liebt Steven Seagal. Brooklyn Massacre. Aber hast du es gesehen? Ist der beste Film, hast du den Trailer gesehen? Warte mal, Daddy Revenge. Ja, das ist er. Das ist mein Mann. Da hat er auch meine New Jack Mütze drauf. Er ist mein Boy, Alter. Er hat alle auseinandergenommen mit einer Billardkugel, Alter. Ja, aber jetzt auch. Habt ihr ihn gesehen, den Trailer mit Mike Tyson, wo er gegen Mike Tyson boxt? Den hast du nicht gesehen, Flizzy, als Kampfsport? Hab ich gesehen, fand ich zu trash. Den Trailer ist doch lustig, gönn doch. Ach, das ist doch lustig, Flizzy. Die haben auch Remake gemacht von der Kickboxer, auch verkackt. Also den Podcast müssen wir jetzt bitte abbrechen. Nee, ich hab's voll geil gefeiert. Und weißt du, apropos 90er Jahre, 80er Jahre, ich hab mir letztens Rico Chat noch einmal reingezogen. Rico? Mit Ice-T und Denzel Washington, oder Baby? Ja. Den musst du sehen. Denzel Washington spielt einen Staatsanwalt im Ghetto da, irgendwo in New York, glaube ich, der nicht korrupt ist. Dann fickt ihn die Mafia, indem sie ihn als pädophilen Vergewaltiger darstellt. Inszeniert ihn, so setzt ihn auf Drogen, lässt ihn mit Frauen fotografieren, macht sein Leben zur Hölle. Krass. Und keiner hält ihn zusammen. Ist halt broke auf der Straße, Alkoholiker. Dann kommt der coolste Nigger von der West Coast, mein Homie Ice-T, mein zweiter Vater, und hilft ihm. Das ist ein geiler Film. Okay. Und der ist gar nicht so trashig eigentlich. Ja, der war ganz gut. Was ist dein Lieblingsfilm, jetzt? Total, wie bei mir, Bulle. Die Goonies. Die Goonies, ja? Wie? Dieser Kinderfilm. Der Film Goonies? Ist der krasseste Film. Okay, ich hab drei. Erzähl mal ein bisschen kurz. Ich hab drei Filme, die kann ich nicht übereinander stellen. Ich habe einmal die Goonies, ist mein Kindheitsfilm einfach. Das war einfach zu der Zeit so. Erzähl noch mal kurz, was die Goonies sind. Guck mal, die Goonies ist so, das sind diese, die auf Piratenschatzjagd gehen. Ja. Normale Kinder, ne? Kleine Kinder. Ja. Kleine Kinder. Es droht, dass ihr Haus verlieren. Stranger Things, ja, ist alles genau. Darum gebeitet. Ja. Das ist jemand, dass sie folgen kann. Also die Goonies waren kleine Kinder, die gehen auf Piratenjagd und dann finden sie dieses Piratenschiff mit den ganzen Gold und Diamanten drin. Währenddessen kommt Slot, die sagen, Schokolade. Weißt du, der beste Mann überhaupt, Alter. Yeah. Weißt du, ist halt Steven Spielberg-mäßig, fast jedes Kind hat ihn gesehen. Ich habe so einen Abtörn gehabt, wo meine Eltern mir den gebracht haben. Wir waren damals relativ arm. So. Zu der Zeit, wo ich klein war, wir hatten wirklich so einen 33 cm Fernseher, ein Zimmer und die ganze Familie drin. Und wir hatten mal das Glück, dass mal Videorekorder ausgeliehen wurde von irgendeinem Familienmitglied oder so. Das war für mich wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag, alles zusammen. So, jetzt geht mein Vater und meine Mutter geht los, die können mir jetzt einen Film mitbringen. Was wünschst du dir, Kleiner? Bei mir war immer damals die gleiche Antwort. Hauptsache Arnold oder Jackie Chan. Der Rest oder ist Stallone, mir egal. Oder? Hm? Stallone auch? Stallone war so darunter noch, aber war auch geil. Auf jeden Fall, die kommen zurück, die haben weder Jackie Chan, noch haben sie Arnold, Dicker. Ich krieg die Krise, Dicker. Ey, richtige Ausraster bekommen als Kind, so richtiger Drecksbengel auf einmal. So, ey, warte nicht, Alter. So, weißt du. Ey, aber wir haben extra mit dem Videothekstypen geredet. Junge, reg dich nicht auf. Der Film soll voll gut sein, gib doch mal eine Chance. Nein, nein. So, ein auf den. Nachdem ich meine 10 Minuten hatte und mich beruhigt habe, sitze ich da, habe zwei Optionen. Keinen Film oder dieser. Da sag ich, okay, schieb rein.
Ich schieb den Film rein. Nach den ersten 10 Minuten, meine Augen sind so, gehen vom Bildschirm nicht mehr weg. Danach wollte ich nur noch, dass die mir den Film ausleihen. Der hat mir so gut gefallen. Das war so mein Kindheitsfilm. Terminator 2. Mein nächster King. Kindheitsfilm. Ja. Matrix 1. Ja. Bombe. Blade 1. Bombe. Danach wird's schwierig. Für mich so, was die Top angeht. So. Aber ich bin nicht so Dings hier so mit Mafia und so, dies und das, so eine Filme. Der beste Mafia-Film, den ich persönlich bisher gesehen habe, ist für die meisten der softeste, In den Straßen der Bronx. Der Bronx von meinem Vater, Lieblingsfilm und mir. Also von meinem Vater. Der ist geil. Mit Oma, also top, In den Straßen der Bronx, super. Mein Lieblingsfilm, ganz kurz zu halten, ist Convoy, kann ich jeden empfehlen. Ist ein Trucker-Film aus den 80er Jahren. Du musst richtig die Dings raus. Digga, hat mein Vater immer geholt. Den Soundtrack von C.W. McCoy höre ich immer noch, wenn es mir schlecht geht. Convoy, da ist so ein Trucker und die Bullen sind Fotzen, wie immer. Und dann verprügeln die texanischen Bullen seinen schwarzen Homie von den Trucker. Und dann gibt es so ein Convoy. Dann fahren sie durchs ganze Land, machen eine Demo. Ist mega trashig, mega geil. He-Man natürlich, aber dann muss ich auch sagen, Stallone war immer mehr als Arnold. Arnold hat mich nicht so gecatcht, ich war eher immer so Rocky, Rambo. Für mich war... Aber Entschuldigung, vergesse ich es, der wichtigste Film, wo ich mir auch so ein bisschen meine Geschichte wiederfinde, ist Bullet. Kennt ihr den? Ah, nicht der alte Bullet mit... Mit Tupac. Mit, ich meine den alten, den neuen, mit Tupac und Mickey Rook. Da sehe ich der Junge, der aus einem ganz normalen Elternhaus kommt, aber dann aus dem Knast an Drogen und Tupacs Erzfeind. Manche sagen, der ist sehr einfach, ich finde den aber sehr schön, hab ich nie weil gesehen. Die Klischees nie bedient werden. Guck dir mal Bullet heute Abend an. Was bei mir war, Terminator 2 auch, unfassbar. Weil das war so als Kind der erste Science-Fiction-Film, wo du nicht verstanden hast, wie haben die das gemacht. Das war zum ersten Mal, dass ein Science-Fiction-Film kam und die Animation war so krass. Du saßt da und da war ja noch VHS und nicht so HD. Du hast, ja, heute siehst du ja alles so klar. Das war einfach, das war für dich wie, das ist die Wahrheit, ja. Dann der beste Film von dem Flavor, wie er gedreht ist, die Story, so diese Einzelgänger, dieses Gut und Böse ist einfach Heat. Heat ist einfach so krass, Alter. Du mit den Zweien, war De Niro und Pacino. Du findest beide cool. Der Bulle ist nicht ganz gut, der ist auch ein bisschen böse. Der Böse ist, wird auch als Guter dargestellt. Halt so richtig guter, so dieser, dieses Mentale, wie die aufeinandertreffen, wie die da miteinander reden, wie die Katz-und-Maus-Spiel. Unfassbar. Und ich überlege, Alter, was ist noch... Bei dir bestimmt Carlitos Way, oder? Bist du ein Carlitos Way? Also, Carlitos Way finde ich sehr, sehr gut. Finde ich sehr, sehr gut, aber eher wegen... ja, weil ich, du kannst mir jeden Film von Pacino hinlegen, den feiere ich. Wo hast du damals bei deinen Alben, wie das waren immer die Originalsprecher, es war verrückt. Wenn yeah. du hast damals, glaube ich, mit bei Agro noch die Original-Synchronsprecher von De Niro und Pacino gehabt, ne? Ja, ja, hab ich geholt, ja. Und der letzte Film ist... Du brauchst so einen Arschloch wie Flair, um mit dem Finger drauf zu zeigen. Ja, New Jack City auch ein Megafilm. Ja. Bela und ich haben ein New Jack-Album gemacht, Baby. King. Bea hat einen neuen Sound entwickelt, alte New Jack-Elemente gekreuzt mit Kreuzberg 187 Beat Sound, Baby. Du weißt Bescheid, hier ist das Tattoo. King. 187. Also wenn da. Nicht dafür, dann wofür sonstiger? Applaus von unserer Omas. Das Tattoo habe ich von Bones bekommen. Geil. Ich bin jetzt hier dein Stellvertreter. Aber wir machen Over the Top. Nein. Ja. Ich wird nicht gelogen. Haben eine geile EP gemacht, Bro. Schöne, starke EP. Geil. Der Yo-Single auch. Geil. Und wir sind fleißig, Baby. Das ist gut. Hau raus. Spotify. Ja. Angreifen, Baby. Ja. Angreifen. Spotify ist das neue, ich hau Mixtapes raus bei Downstairs. Ich hau Tapes raus bei Downstairs, das ist das neue Spotify. Weißt du noch? Unfassbar. Digga, wenn Arzt seine Tapes reingebracht hat, dann war Feierabend. Arzt der King. Schuhe dir. Arzt hat's erfunden. Eigentlich hat er, genau, eigentlich hat Frauenarzt hat's erfunden. Ist so. Ey, Digga, Arzt hat so viel erfunden. Und Arzt hat so vielen Leuten geholfen. Und ich finde immer traurig, dass immer nur du und ich ihm Props geben. Eigentlich müsste ganz Deutschland ihm Props geben. Jungs, habt ihr noch von denen? Von diesen Daishos? Gib mir mal bitte. War geil. Mein Sohn liebt übrigens riesig das Lied von dir und Mosino. Und Gänsehaut meinst du? Ja, Gänsehaut. Geil, schön. Hat mein Sohn auch gerappt. Geil. Der kann es nicht durch Vorhang auf, sondern durch deinen Rap. Hammer. Du hast in den Kindergarten von meinem Sohn gestrichen. Ich weiß. War ein cooler Move, Baby. Gerne, immer. Ich bin noch Maler und Lackierer. Kennst du dich aus mit Bauern so ein bisschen? Gar nicht. Kannst du meinen Ex einzementieren? Ich mache nur Dings. Schmale Arbeit. Nachgeräusch noch. Decke streichen kann ich, tapezieren kann ich, so ein Scheiß halt. Hast du gelernt, ne? Ja, ja. Mit Bushido zusammen. Naja, 5 Jahre war ich da. Ich war erst Praktikum, dann da rumgegammelt, dann habe ich irgendwann Ausbildung angefangen. Das war schon eine lange Zeit. Ey, wir waren doch beim Boxen, Digga. Was passiert?
Wir haben über Boxen geredet. Hä? Boxen? Letztes Mal vor einer Stunde, oder? Ja, meine ich doch. Also, findet der Boxkampf statt oder nicht? Die ganzen Leute, die haben bestimmt bis jetzt gewartet, die sagen, sie fragen Flair nicht. Die fragen Flair nicht. Was passiert? Also, ich habe leider schon in einem anderen Interview habe ich ja schon erklärt, dass er das nicht öffentlich machen möchte. An diesem Tisch wird nur die Wahrheit gesagt, ja? An diesem Tisch wird nicht gelogen. Okay. Er möchte leider nicht öffentlich, weil, keine Ahnung. Okay, warte. Und ich wollte sportlich machen, weil, wie gesagt, alle anderen Filme, kann ich da stundenlang im Interview reden, hey, Mann gegen Mann und gerade und nicht jeder mit seinen 50 Freunden und hin und her. Deswegen ist sportlich. Digga, was heißt das? Er will nicht öffentlich? Also unöffentlich oder was? Privat? Privat. Wie privat? Wie geht das? Ja, er sagt, ich soll nach Hamburg kommen, in die Ritze. Das ist so ein da war ich schon mal mit 8-4. Ja, genau, das ist so ein Atzen-Sportclub so, ja. Das ist ganz legendärer, das ist Urgesteine von Hamburg sind da. Da hat sich Henschel, glaube ich, da waren die ganzen Legenden und das ist halt die Boxkneipe, also ist die Boxkneipe auf dem Kies. Die trinken alle Deicho. Auf der Reeperbahn. Alle trinken Daisho. Ja. Und deswegen, er hat mich dann eingeladen, meinte dann, okay, dann da. Wart ihr so freundlich? Ich habe das nicht so verfolgt. Ich wurde mehr informiert, als ich wollte. Er hat die ganze Zeit schon irgendwie so gestichelt über Instagram. Und dann habe ich schon mal gedacht, Junge, ich weiß nicht, für wen du mich hältst, Digga, aber so, was ist jetzt hier so? Und wie kam das eigentlich, dass ihr Beef habt? Es ging schon vor Jahren los, wo die kamen, haben die nicht den nötigen Respekt gehabt. Die haben gesagt, ach, Bushido, Flair sind nicht real und so. Nee. So in der Juice ging es. Ich war bei 187 Konzert, weil meine Freundin hört es. Und die waren sehr nett. Mein Freund Dibo hat mir Karten besorgt, haben eine gute Show gemacht. Mhm. Komischerweise war vor über einem Jahr und da war Bushido im Backstage. Genau. Wir haben so Props gegeben. Wundert mich deswegen. Genau. Das war meine Info. So. Ja, aber das war schon sozusagen dann wieder Jahre später. Also das war dann wo Bushido schon am Fallen war jetzt, wollte der sich wahrscheinlich irgendwo einnisten und wollte ein bisschen wieder connecten und so. Da waren ja 187 schon on top und Bushido war... Also gab Sticheleien. Ja, es gab die ganze Sticheleien und dann habe ich schon mal mir so gedacht, warum machen die das und so. Und dann habe ich halbes Jahr, dreiviertel Jahr wirklich probiert, irgendjemanden zu erreichen. Habe lange mit Raff telefoniert, habe lange mit Ronny Bolt telefoniert. Dann gab es auch irgendwie so mit... Jalil war damals noch bei mir unter Vertrag. Dann hat der Jizzes, wollte erst mit ihm einen Song machen. Dann hat der Jizzes ihm aber abgesagt, hat ihm eine Sprache Nachricht geschickt, ich habe es damals gehört, sorry, aber wegen Wendelsport und Ghetto-Sport, also deren Marke ist Wendelsport, meiner ist Ghetto-Sport, kann ich das nicht machen. Ist doch kein Problem. Ja, egal, er sagt dann, ich muss loyal sein meinem Kollegen gegenüber, dann haben wir uns gefragt, na, was denkst du denn, glaubst du, Jalil muss mir nicht gegenüber loyal sein oder ich Jalil gegenüber? Das ist bei uns genau dasselbe Spiel, du kannst doch jetzt nicht Jalil sagen, ja, mit dir bin ich aber cool, aber mit Flair nicht. Und das war auch eine komische Situation für uns. Außerdem hast du gesagt, nur Boogie darf gegen dich stechen, den du es verzeihst, bei anderen duldest du es doch nicht. Genau, und dann Magic. So, nee, und das war alles komisch, suspekt. Und ich habe versucht, echt irgendjemanden von denen zu erreichen, um das mal auch einfach zu klären und zu sagen, hey, wenn es was gibt, kommt doch direkt. Es kam nie jemand direkt. Nie hat mir jemals jemand gesagt, ich habe das Problem mit dir, lass uns das klären. Gab's nicht. Dann habe ich halt immer noch mit Jizzes telefoniert. Und das war dann das erste Mal, wo ich mir so dachte, okay, die reden laut, schreien rum, drohen, bla. Und dann habe ich irgendwann, und ich bin dann halt wirklich so jemand, dann sage ich, okay, sorry, aber wenn du nicht der nötige Respekt da hast, warum soll ich dann klein beigeben so, ja? Und nochmal vielleicht alle zu mir kommen, Bonkopf auf der Couch oder ist jetzt vorbei? Die nehmen alles, ich nehme nichts, Dicker, also, das wird nicht klappen. Ich rauche dich Bon mit. Ja, genau. Nee, und dann hat er mir sozusagen dieses Angebot gemacht, in meine Stadt da in die Ritze mit seinem Trainer und keiner darf aufnehmen. Und dieses Angebot habe ich schon so krass als Blamage empfunden, dass ich das ja gepostet habe. Und dann dachte jeder, der irgendwie sich ein bisschen mit einem neutralen, der das mit einer neutralen Sicht sieht, wird sehen, Alter, dass das auf jeden Fall so ein Abkacke-Angebot ist. So, weil entweder sagt man, okay, wir machen es öffentlich, dann schaffen wir gleiche Verhältnisse für alle. Er kann ja auch trainieren und ich kann trainieren. Wer weiß, wer gewinnt. Ich sage ja gar nicht, dass ich gewinne unbedingt. Aber den würde ich schaffen, das habe ich mir zugetraut. Und seitdem dribbelt er rum und sagt, ja, du willst nicht zu mir kommen, dann gar nicht und nicht öffentlich. Und jetzt kämpft gegen Jizzes, jetzt will Jizzes kämpfen. Also Partnertausch, Alter, ich verstehe es auch nicht. Ob ich auch jemanden, wie bei WWF, kennst du, so abschlagen kann? Tag Team, back again. Also dann sollen die mir sagen, ich habe auch ein paar Kumpels, die wollen mitkämpfen, dann kann ich auch Tag Team machen. Also ganz komisch. Und ich glaube, seine Einstellung so wie deine, ich glaube, du siehst die Sache sportlich. Das ist jetzt kein Beef, wo du auf die Straße gehst und guckst dir über deine Schulter. Doch, ich gucke über meine Schulter. Wegen diesem Beef in Berlin? Wegen jedem Beef. Ich bin immer vorbereitet. Ist ja gut, aber ich meine speziell diese Sache ist doch eher sportlich für dich. Nein, für mich ist es eine Sache, dass ich weiß, er ist nicht vom selben Schlag, menschlich. Wenn ich sehe, wenn ich mit jemandem rede und ich weiß, 20 Jahre lang hast du meine Musik gehört und dann hast du wegen mir gerappt, das ist ja bekannt. Es gibt viele Leute aus der Szene, die wissen, dass wir die erzogen haben.
Ja, jetzt nicht herablassen, wir sind nicht deren Eltern oder sowas. Aber musikalisch und raptechnisch haben wir die erzogen so. Und dann, dass da überhaupt irgendjemand kommt und überhaupt einen Mucks gegen mich sagt, denke ich mir so, komm Sonne, bleib mal cool so. Und dann am Ende des Tages weiß ich, der ist nicht so, was die reden, sind die nicht so in dem, auf dem Gebiet so. Und wenn zum Beispiel dann einer von denen, zum Beispiel der Jizzes, keine Ahnung, da jeden Tag, keine Ahnung, die nehmen sich auf, wie die irgendwelche Busfahrer klatschen, die nehmen sich auf, wie die so Schwäne klatschen. Das sind für mich Leute, so, das hat für mich kein Niveau, ist auch nicht krass. Du bist nämlich nicht krass, wenn du Schwächere opferst. Und ich habe damit ein Problem. Und dann habe ich halt gesagt, wenn ihr denkt, ihr könnt mich opfern, weil ihr denkt, ich bin schwächer, dann können wir gerne gucken so. Mir geht's da gar nicht darum, dass ich mich mit denen messen muss, Alter. Auf keine Art, meine Musik, ich kenne keinen Song von denen, wo ich sage, die rappen krass. Die haben ihre Dancehall-Hits, Respekt. Die haben ihren Erfolg, Respekt. Ist alles, aber Andrea Berg hat auch Millionen von Platten verkauft. Wenn ich sage, ich möchte Rap von der Straße und ich möchte authentische Sachen hören, so, dann finde ich, dann ist das eine ganz andere Schublade. Und das geben die mir nicht. Und wenn sie mir nicht den nötigen Respekt geben, dann versuche ich, also ich lasse mich nicht von irgendjemandem drücken. So. Sollte keiner machen auf der Welt. Ari hat doch angeboten, bei sich das auszutragen, wa? Ja, das war dann auch Sarkasmus. Arafat meinte dann auch, in irgendeiner Underground, also in irgendeiner Bar, die berüchtigt ist, Al-Bustan ist auch Legende. Ja. Verstehst du? Das ist genauso absurd. Also, oder Kameraden wegen 5. Ja, oder also. Genau. Naja, ja. Was ich meinte ist, ich habe mir dein Leon-Interview reingezogen. Ja. Weil ich, im Gegensatz zu ihm, bereite ich mich vor auf Interviews. Okay, ich mache mich jetzt unbeliebt. Nee, guck mal, das Ding ist nur, auch nochmal Grüße an Leon. Vielleicht nach der letzten Sendung denken die Leute, ich mag ihn nicht oder so. Ich finde ihn gut, was er macht. Ey, ich finde ihn mega entspannt. Chill, baby, baby, alles gut. Yes, baby. Auf jeden Fall, du meintest so, du freust dich, es spornt einen an, es ist wie Competition. Ja, ja. Weißt du so, musikalisch gesehen hast du wieder was zu tun, hast einen Fokus. So wie ein Kämpfer, der sich auf den Kampf vorbereitet quasi. Verbales Sparring, psychologische Kriegsführung, alles, was so dazu gehört, ne? Mhm. So, von dem Aspekt her klingt das für mich natürlich nicht nach richtigen, ernsten, persönlichen Beef. Ernster, persönlicher Beef ist ja so ein bisschen, weißt du so, sag ich mal, emotionaler. Ich sehe das jetzt nicht so sehr bei dir. Wenn du sagst auch noch, dass das halt mit Mucke zu tun hat, so. Das spornt dich an, zu schreiben, meiben, dies, das. Den Eindruck mag es erwecken, aber zum Beispiel hinter den Kulissen rufen die ja doch schon dann Leute an von der Straße. So, um sich abzusichern. Aber ich erzähle das nicht gerne im Interview. Ich will jetzt nicht erzählen, wen die dann anrufen, wer dann den anruft, wer dann den Arafat anruft. Aber so auf, das kann man auf Spiegel TV erfahren. Das kann man auf Spiegel TV erfahren. Und das machen die. So, und deswegen, und ich sag halt nur, ich bin nicht so, also ich unterdrücke keine Leute, ich will gar keine Leute kennen, damit ich irgendwo meinen Mund aufmache. Deswegen sage ich alles, so, wenn die das machen und wenn die dann so tun, als wenn die mich drücken könnten, wegen dem Typen, der da bei Instagram ist, dann sage ich dir, nein, der nicht. Der nicht? Mehr sag ich gar nicht. Ja, du willst dich nicht opfern lassen. Yeah. Das ist schon der Punkt. So. Das habe ich verstanden. Nur ich frage mich, bei der Situation einfach nur so, weißt du? Wir haben ja letztens einen anderen Beef noch mitbekommen. Wer so, Manu und Animus, ja, genau. Weißt genau. du so, da. Bei euch fehlt mir da im Gegensatz zu denen halt viel an Persönlichem. Da ist schon das andere Extrem. Gibt es auch nicht, hast du vollkommen recht. So, deswegen, mir kommt so vor, als wenn euer entspannter ist, dass Leute im Hintergrund telefonieren, okay, alles klar. Aber wenn jetzt nur es um Flair und Bounce geht, so diese Sache, so, weißt du, da bist du bereit, halt auch ein öffentliches Event draus zu machen. Aber solche Sachen haben mit richtigen persönlichen Street-Beefs nicht so viel zu tun. Wenn ich jetzt auf der Straße auch jemanden treffe, der beleidigt jetzt meine Mutter oder keiner, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was bei euch passiert ist. Ja, wurde mal die Grenze überschritten? Ja, wurde. Wer hat Mutter beleidigt oder irgendwas? Ja, gab's sowas? Wurde. Wer? Jizzes bei mir. Du als zurück? Erstes. Danach volle Kanne. Kennst volle Kanne. Okay, aber angefangen von denen aus. Ja. Wir nehmen dein Wort jetzt, weißt du, weil... An diesem Tisch wird nicht gelogen. Ich habe schwarz auf weiß bei Instagram. Dings, Privatchat kann ich genau. Direktmessage kann ich jetzt sagen. So, in dem Augenblick dann, wenn solche Grenzen schon überschritten werden, muss man sich nur vorstellen, jetzt läufst du rum, jetzt kommt Hans-Peter, der nennt deine Mutter so und so und so. Jetzt bietest du ihnen ja auch keinen Boxkampf an. Weißt du so? Nee, das ist die Öffentlichkeit. Da hast du vollkommen recht. Ist ein anderes Level. Nee, ich will die Leute exposen. Zum Beispiel auch mit dem Manuelsen Animus-Ding. Animus kam damals auch nach Berlin mit 5 Hells Angels. Die haben einen Block weiter gewartet. Ich will damit, dass Animus jetzt auf die Fresse bekommen hat, ist jetzt für mich keine Genugtuung, aber das ist Karma. Deswegen, ich würde das niemals... Die haben auf dich gewartet, oder was? Ja klar, Animus hat doch damals... Bei dir geklingelt, oder? Er hat geklingelt, ich bin alleine. Du willst doch einen Rapper, da hat er bei mir auch gesagt. Du willst doch einen Rapper, der alleine kommt. Ich komme alleine. Er machte mal so, so. Ich meinte, du kommst nicht alleine. Wenn einer alleine kommt, Respekt. Wenn einer alleine kommt, ich würde erstmal sagen... War es mit der Flasche auch? Genau. Mhm. So, ich habe aufgemacht, diesen Türsummer da. Er macht auf, sagt, nein, den Gefallen tue ich dir nicht und zieht wieder zu. Hat das selber aufgenommen.
Und dann dachte ich mir, okay, wenn du nicht reinkommst, Alter, dann hast du Pech gehabt. An deine Wohnungstür? Ja, Billy Wilder Promenade 42. Aber mit 5 Leute? Einer, ein Rocker, stand neben ihm, hat ihn gefilmt. So, ich weiß auch genau wer. Und 5 andere von diesen Jungs, von diesem Charter nennt man das ja. Berliner Rocker? Nein. Ah, okay. Nein. Er ist extra, er hat sich den Weg. Es gibt noch Hoffnung für die Welt, warte mal. Ja. Alles klar. Ja. Er hat sich sozusagen mit seinen Leuten da von seiner Gegend da, von seinem Dorf, wo die herkommen, auf den Weg gemacht. Ah, okay. Um dann okay. sich was zu beweisen. So. Und deswegen ist es für. Warum hattet ihr Beef? Auch, er dachte, ich hätte ihm was weggenommen. Ich habe probiert, ihn ein Jahr lang irgendwie sozusagen aufzubauen, zu pushen. Vertrag hat er nie bekommen. Und dann immer dieses, die Leute denken, die sind, also mein Erfolg steckt denen zu Kopf. Die denken, die sind bei mir unter Vertrag ein paar Jahre und dann denken sie, weil sie dann da was davon hatten, dass sie alleine auch so sind. Kennst du diese Filme? So dieses. Kein Buch von schreiben. Ja, ich weiß, ich auch, Alter. So, und deswegen, ich telefoniere gerne mit Farid über Künstler, weil er hat auch nur so eine Probleme. Und nein, und ich will damit sagen, dass ich könnte jetzt mich auch in die Öffentlichkeit stellen und sagen, ja, Animo, du hast zu verdienen, bla bla bla. Ich stecke da auch nicht in dem Thema drin. Und ich finde auch viele Sachen, wie sie jetzt da in der Öffentlichkeit abgelaufen sind, sage ich auch, muss nicht sein. Aber es gibt einen Punkt. Wenn ein Typ bei einem anderen Typen die Frau oder Mutter, Bro, da drehe ich mich um und dann sage ich, die können untereinander jetzt sich töten. Das ist für mich dann so, wenn der eine von dem anderen die Frau beleidigt oder die Mutter beleidigt, dann ist es für mich so eine Sache, habe ich gar nicht mehr das Recht, das zu kommentieren. Aber warte, jetzt bist du voll weit nach vorne gesprungen. Der ist vor deine Tür, du machst die Tür auf. Meine Geschichte, die Animus-Geschichte. Gab es viel im Internet, gab es ein Trash-Video davon? Ja, gab es auch. Aber ich will jetzt trotzdem wissen, du machst jetzt die Tür auf. Ja, er zieht wieder zu, das war's. Da hast du eine Flasche runtergeworfen. Marvin hat das auch gemacht, der damals mein Grafiker. Mhm. So, und dann standen wir unten, haben wir Dings runtergeschmissen, weil wir gesehen haben, dass die schon wieder weggegangen sind. Ah, okay. Also das war eine Sache von 10 Sekunden, die sind dran, aufgenommen, ich drücke die mal und wieder weg. Ein unserer Familienmitglieder ist sowas passiert. Mhm. Ich sag dir mal so, wie es ist, ja. Genau das gleiche, aber mit Nazis. Haben sie so auf dem Spielplatz, soweit ich mich erinnern kann, ist lange her, haben sie eins von den Kindern angemacht, so, hat sein Vater gesagt, dann sind sie vor die Tür gekommen. Genau das gleiche wie bei dir. Mhm. So wie ich mich noch dran erinnern kann, hat er die Tür aufgemacht, hat ihn reingezogen, hat ihm ein paar Stiche verteilt und hat die Polizei dann gerufen und kriegt einen Freispruch. Richtig so. Weißt du warum? So. Weil wenn jemand vor deine Tür auftaucht, hast du das Recht, dich zu verteidigen. Fall, ja, klar. Das heißt, er sticht ihn ab und kriegt Notwehr. Das wollte ich genau. Man muss mit solchen Nummern aufpassen. Natürlich, man generell, Alter, was mich an der meisten sagt. Vielleicht bist du auch der softeste Mensch der Welt, aber dein Überpsychokumpel sitzt neben dir auf einmal was dann. Nein, kann immer sein. Wer geht bei wem vor die Haustür, Alter? Ja. Was ist so ein Schwachsinn, Dicker? Das wäre meine alles vorbereitet sein, wenn du das machst. Auf Achillessehne, Alter. Achillessehne. Dicker, so hinterhält. Und deswegen sage ich so, diese ganzen Filme, die es in der Deutschrap-Szene kamen, die ich alle durchgemacht habe, so. Da sage ich dir ganz im Ernst, ich will einfach nur solche Leute exposen. Was heißt exposen? Ja, so entblößen. Entblößen. Ich will einfach zeigen so, guck mal, du machst dann Max, du sicherst dich ab mit Leuten, du sicherst dich ab mit irgendwelchen komm da an. Dicker, du bist nicht das, was du da erzählst. Und wie gesagt, und wenn du da alleine bist und wenn du alleine kommst, dann habe ich sogar, dann gibt es für mich diese normale Grundlage und dann sage ich auch, okay, Bombe, Respekt, komm, wenn du jetzt noch willst, fetzen wir uns. Und wenn ich dann verliere, Mann, Dicker, wie oft habe ich auf die Fresse bekommen von Stärkeren und jetzt? Aber die Mann, Dicker, das sind karrieregeile Typen, für die ist das alles Marketing. Und es geht nur darum, bloß nicht ein Risiko einzugehen und bloß nicht als Schwächerer dazustehen. Und deswegen sage ich, Alter, ich respektiere diese ganze UFC, MMA, diesen Sport dahinter, weil die Typen kriegen auf die Fresse. Und wenn die verlieren, dann machen die 2 Tage später ein Foto und sagen, hast du gut gemacht, aber ich will Rematch oder keine Ahnung. Oder weißt du? Die Männlichkeit dahinter bedeutet, nicht immer opportunistisch sein oder pfiffig zu sein oder hinterhältig zu sein. Sag mal gerade, das bedeutet gerade. Wenn du eine große Fresse hast und du steckst ein, dann musst du damit leben, Alter. Wie oft hast du auf die Fresse bekommen, oder ich? Aber die Leute, Mann, das ist für mich alles Marketing geworden, Dicker. Und deswegen wollte ich bei diesem Thema endlich mal zeigen, guck mal, der macht da seine Pseudo-Angebote, er macht seine Pseudo-Show. Am Ende des Tages will er das gar nicht. Er will kiffen, er will chillen, Drogen nehmen, feiern, Geld verdienen. Soll er auch, Respekt. Aber dann hör auf, die Leute zu erniedrigen. Weißt du, das wäre für euch auch ein Marketing-Move. Wenn ihr am Ende eine Öffentlichkeitssache daraus macht, ihr mietet euch eine Venue und verkauft Tickets und verdient am Popcorn, dann ist es auch eine Marketing-Sache. Deswegen sage ich, ich finde es bei deiner Sache sogar gut. Weil die Leute da draußen denken jetzt vielleicht, jetzt greife ich Flair an. Nein, ich sage dir mal, wie ich das meine. Ich meine das so, ihr macht das zu einem öffentlichen Event und dann ist es schon wieder für mich Kategorie Sport. Richtig. So. Bei den anderen lauern sich gegenseitig auf,
nehmen Leute mit dazu und das wird wirklich handgreiflich, ist Kategorie persönlich Beef. Guck mal, weißt du so? Die Leute müssen einen Hintergrund verstehen. Wenn die Staatsanwaltschaft bei mir wegen Sachbeschädigung, Verdacht auf Sachbeschädigung mit dem SEK bei mir einreitet, warum machen sie das? Weil, das kennt ihr alle, die kategorisieren mich in eine, in die Staatsanwältin ist Staatsanwältin für OK. Biggie schnauft ins Mike. Biggie schnauft ins Mike wie Biggie. Digga, Alter. Der Drache ist einfach. So, ich will damit sagen, die Staatsanwaltschaft kategoriert gewisse Leute in solche Kategorien, in die ich nicht reingehören möchte. Weil ich nicht so, ich bin das nicht. Also, das heißt, warum soll die Staatsanwaltschaft denken, ich bin Schwerkrimineller, wenn ich nicht meine Millionen mache mit schwerkriminellen Sachen? Das heißt, ich habe davon nichts. Es gibt nur negative Scheiße. Dann kommen Sonderermittler vom Rocker-Dezernat, die in der Hip-Hop-Szene genauso aktiv sind, kommen zu mir und sagen, hör mal zu, hier ist bald Konzert von Kapital, wir möchten dich ständig in der Nähe sehen. Als wenn ich im Kapital was tun kann. Wir wissen alle, mit wem Kapital rumhängt. Und auch wenn Kapital nur mit Dings rumhängt, nur mit dem Weihnachtsmann, würde ich sowas nicht machen. Aber zu mir kommen Sonderermittler, machen mir Ansagen. Ja, und ich sage diesen Sonderermittlern so, das, was ich mit denen zu reden habe, ist, Jungs, ich bin nicht von diesem Schlag, ich mache meine Musik, wenn jemand kommt, ich habe eine große Fresse und ich kann dahinter stehen, was ich sage. Hört auf, mich bitte mit SEK zu, weißt du, reitet nicht bei mir ein, kommt bitte nicht und stuft mich in so eine Kategorie ein. Deswegen, ich kann mich auf der einen Seite dann so reden und dann aber mich so verhalten und sagen, okay, ich komme jetzt nach Hamburg mit meinem Rücken und dann, oder ruf den an. So, ich fahre da eine klare Linie, Alter. Digga, du bist, was das angeht, ehrlich. Das finde ich am besten an der ganzen Story. Mhm. Jeder kann sein Ding davon halten, was er will. Ja. Ich finde das einfach nur gut in dem Augenblick, dass mir jetzt nicht schon wieder verkauft wird, wie persönlich hier alles ist, im Rap-Beef, weißt du so, und dann texten sie sich gegenseitig, soll ich dich dissen für Promo, danach vertrage ich mich wieder einen Tag später. Ich will, guck mal, Sachen, weißt du? Guck mal, ihr macht das offiziell als öffentliches, sportliches Event. In dem Augenblick, dann fühle ich mich nicht verarscht. Mhm. Weil in letzter Zeit, weißt du, die Leute machen einen riesen Trara, so als wenn wirklich Leben und Tod davon abhängt. So. Mhm. Und am Ende des Tages hörst du die ganzen Stories im Background, wie sie eigentlich gar nicht so miteinander, so wie ihr vielleicht eher es sportlich sehen, aber verkaufen es den Leuten so als dieses persönliche Weltuntergangsding. Ja. Und das deswegen, in dem Augenblick, wo er dann gesagt hat, er möchte das nicht öffentlich machen und es dürfen auch in der Ritze da keine Kameras dabei sein, da war das Thema für mich schon erledigt. Also wird es nicht passieren, glaubst du? Nein, er sagt nein. Er sagt, er hat mir ein Angebot gegeben und ich bin der Abkacker, weil ich auf dieses Angebot nicht eingegangen bin. Wer wollte als erster kämpfen? Er hat gesagt, er meinte, komm, lass kämpfen und ich meinte, sofort. Okay. Ja, schwierig. Schwierig. Und jetzt will er nicht mehr, jetzt will Jizzes. Aber dann wurde auch wieder telefoniert im Hintergrund. Der hat schon Sparring mit deiner Alten gemacht, wa? Der hatte auch einen negativen Schlag. Ich verstehe bei den Jungs auch nicht, guck mal, eine Sache möchte ich den Jungs mit auf den Weg geben und es soll nicht herablassend klingen, es ist nur ehrlich. Ich mache dieses Business seit 20 Jahren, ich habe viel mehr Erfahrung als die. Es geht nicht um Zahlen. Jeder hat mal seinen Run, du weißt doch, Agro Berlin, wir hatten 7 Jahre lang unseren Run, die hatten jetzt 2 Jahre ihren Run. Und ich habe mich seitdem sehr, sehr gut gehalten, kann man sagen. Ich will damit sagen, wenn ich als Künstler 2 Wochen lang so eine Presse gehabt hätte, wie die in den letzten 2 Wochen, ich würde ganz leise sein. Ich würde ganz leise sein, weil es gibt noch 2, 3 andere Sachen und dann ist deren Karriere für immer vorbei. Weil es gibt 2, 3 Sachen in Deutschland, wenn du die machst, dann will keiner mehr mit dir was zu tun haben. Und deswegen verstehe ich sowieso nicht, warum sie so leichtsinnig sind und gerade ihre Karriere aufs Spiel setzen. Weil ich bin Profi in meinem Business so. Ich habe zwar manchmal auch eine große Klappe und wie gesagt, ich bin nicht perfekt. Es gibt auch Sachen, wo ich gesagt habe, und dann kommen Leute zu mir und sagen, ey, hör mal zu, das war nicht cool, warum machst du das? Dann muss ich auch sagen, ja, da war ich wieder cholerisch oder komplexer oder keine Ahnung was. Macht der Mann auch aus, zu den Fehlern zu stehen, ist ja größer. Richtig, richtig. So, und deswegen sage ich nur, die Jungs sollen, lege ich denen ans Herz, so, die ficken sich gerade selbst. So. Nicht was haben die denn? Sache. Das war kein Witz. Ich krieg mal auf mein Handy so Nachrichten, wie eben, dass Flair die Single gesperrt wurde, habe ich gerade gelesen, weil ich vorgelesen habe. Irgendwann wird Bush zum Ehrenbürger gewählt von Berlin, da bin ich traurig. Ja. Und jetzt habe ich letzte gesehen, irgendwie Jizzes hat seine Alte verkloppt. Ja, habe ich auch nur gelesen. Vielleicht hat er mein altes Rezept, die alte AGB, Arztengesetzbuch, du darfst morgens deine Alten schon eine runterhauen, über am Tag findet sich schon der Grund. Du hast mir keine andere Wahl gelassen, Digga. Was redest du jetzt? Was soll der Scheiß? Nein, aber Daisho ist abgesprungen. Ja. Keine Chips nächstes Mal, wir können nichts anbieten. Guck mal, Nike, Digga, die haben alle Nike-Deals. Ja. Muss ich jetzt meine Frau schlagen, weil ich Nike-Deal bekomme? Ey, wir distanzieren uns auch davon. Das ist alles so Witz. Aber in Amerika verlieren sie ihre Nike-Deals deswegen. Frag John Jones, Alter. Hier werden die auch verlieren, glaub mir. Aber ist ja egal, ich will damit nur sagen, so, die sollen wissen, so, ich bin kein. Bei mir gibt es keinen Rückzug.
Bei mir gibt es keinen Rückzug. Digga, die haben, finde ich, aber mehr zu verlieren. Ich denke jetzt nur Business. Der ist jetzt mein Künstler, ich bin jetzt Management. Jetzt kommt so ein Angebot rein. Ich denke mir, okay, ich habe jetzt, was die neue Welt angeht, Instagram, Spotify, ist das hier und da, bin ich höher im Level. Aber jetzt stell dir mal vor, ich krieg jetzt von dem, der niedriger ist im Level, vor der ganzen Öffentlichkeit, jetzt vielleicht kann es passieren. Zwei Leute treffen aufeinander, wer weiß, was passiert. Vielleicht wirst du mies blamiert. Ja. Was dann? Ja. So, deswegen würde ich auch dem raten, weißt du was, chill. Oder mach ein Angebot, wo du nichts zu verlieren hast, weil wenn nichts gefilmt wird... An diesem Tisch wird nicht gelogen. Hast du auch nichts zu verlieren. Kann der jetzt erzählen, er hat dich ausgenockt, meine zwei Kumpels sagen, nein, ist nicht genau, passiert. Genau, genau. Und deswegen glaube ich, hat er dieses Angebot gemacht. So ein scheiß Schwanzangebot, so ein halb schwules Angebot. So dieses, keiner darf zugucken. Das Ding ist halt nur, das Einzige, was eigentlich noch übrig bleibt dann, wenn es jetzt nicht stattfindet, ist, wenn man sich über den Weg läuft, weil Deutschland ist ein Dorf. Das ist halt so das Ding so. Weißt du, was dann sein wird? Ja, dann ist Rücken gegen Rücken 80% der Fälle. Das ist das Problem. Also so, weißt du, ich kaufe meinen Popcorn und sitze in der ersten Reihe, wenn die Scheiße losgeht, Digga. Ich mag Prügeleien, Alter. Wenn sie fair sind und beide wollen, das so wie wenn du über Sex redest. Wenn beide das Gleiche wollen, sollen sie machen. Genau, voll. Und ich sag, es wird auch legendär. Ich habe damals auf meiner Boogie-DVD, hat BS letztens hochgeladen auf dem YouTube-Channel hier, gibt es den legendären Kampf zwischen Problemkind und Smokey. Das ist so geil. Das ist einer der lustigsten Boxkämpfe, die es gibt. Hat so viel ungefähr mit Boxen zu tun wie Dolly Buster mit Liebe. Aber, die war krass damals, oder? Oh, Dolly Buster. Und wie sie alle hießen, Samantha Fox, Titten. Die haben noch Namen gehabt. Und weißt du, welche Titten, und weißt du, wer die geilste ist? Pamela Anderson. Mit ihren, die Mega Major. Der habe ich so viel Props letztens gegeben, die ist aus so einem Spendenfonds ausgetreten. Weil das war ein Krebsfonds für krebskranke Kinder, oder Entschuldigung, irgendwas, wie ich jetzt verwechselt bestimmt, aber irgendein Fonds für kranke Kinder. Und die haben aus dem Fonds 150.000 genommen für Notre Dame. Dann hat sie sich mit Recht so aufgeregt, dass es eigentlich Geld für die Kinder war, ist ja aus diesem Fonds ausgetreten, aus dem Spending. Cool. Hat nicht nur geile Titten, also auch gute Einstellung. Damals, als es passiert ist, hast du gedacht? Mit was passiert? Und Manuel. Du hast Dings hier, ne? Du hast mit Manuel lange Beef gehabt. Ich habe ja, was für ein Beef? Eigentlich auch nur, ja, wir hatten Beef, aber sowas, boah, das war so oft ein Hin und Her mit Manu. Aber da waren wir schon eigentlich, also wir sind jetzt schon wieder lange cool miteinander. Aber auch da, wenn es sozusagen Meinungsverschiedenheiten gibt, so wir beide wissen mittlerweile, dass wir uns anrufen und reden, anstatt da übers Internet was zu machen. Also auf Animus hattest du mehr Abfuck, wenn man so vergleicht. Nein, auch nicht. Der hat ja auch lange sein Ding gemacht, da war er bei Azad dann schon wieder ein paar Jahre. Oder der ging ja von mir zu Manu, dann von Manu zu Azad. Deswegen dachte ich mir auch, ah, mach dein Ding, Hauptsache du machst da bei mir nicht irgendwelche... Hat er nie mehr gemacht, der war danach ja dann auch, war er ruhig. Wie ist dein Verhältnis eigentlich zu Azad? Super. Weil er hat dir Props gegeben, ja, ich bei dem Hood-Video, da tragen die Maskulin-Pulli, sag ich es richtig? Ja, ich weiß, ja. Eines der geilsten Lieder, obwohl die Anfangsszene natürlich in Langwitz aufgenommen ist, wie der Moped-Fahrer von den Bullen wegfährt, das ist Langwitz-Style. Wir hören am Kameradenweg sehr viel Azad, ich habe alle seine Alben, bis aufs erste. Fand ich auch da nicht gut in dem ganzen Beef, dass dann Azad da sich, dass er involviert wird oder er dann auch was dazu schreibt. Ich finde, der sollte richtig krass jetzt einfach straight Mucke, Mucke, Mucke. Von Azad gibt es viel zu wenig Musik, Alter. Jetzt. Aber schon eine Menge. Ich habe alle Alben. Also ich finde, ich meine, dafür, dass Output. Ja klar, der hat früher jedes Jahr ein dickes Album gedroppt. Ich meine, er müsste jetzt einfach mal dieses, sage ich auch immer wieder, der Azad soll einfach so Spotify-mäßig raus, dicker, mach, Alter. Und dann wird irgendwann auch wieder der richtige Song dabei sein, der so auch man einen richtigen Hype bekommt, so weißt du. Er ist immer solide, immer krass, immer Legende. Aber ich meine, Baby, Alter, ich liebe den Scheiß von Azad. Ja, der ist so krass. Ich habe Azad damals kennengelernt, nachdem er Napalm rausgebracht hat. Er weiß es selber nicht. Ich habe ihn nicht kennengelernt. Weißt du, wo er ist? Er ist in Kreuzberg bei uns im Plattenladen. Ich war damals 19 und habe gerade in Clubs aufgelegt. Keine Beats gemacht, keine Produktion, kein Rap, kein nichts. Und die war es aufgelegt. Ich weiß noch ganz genau, so die Leute haben versucht, mich mit Deutschrap zu penetrieren in meiner Schule. Absolute Beginner und Specialists waren da ganz weit oben und ich habe richtig Abtören bekommen. Harris kenne ich mittlerweile, alles Peace, Dean kenne ich mittlerweile, alles Peace. Aber damals hat mich diese Szene,
Die hat mich fuchsteufelswild gemacht. Und jetzt versucht mich einer die ganze Zeit zu überreden, in jedes Mal im Chemieunterricht. Ich habe die Krise des Todes bekommen. Aber als ich dann so Sachen wie Azaz Napalm gesehen habe, da dachte ich mir, kann ich mich mit identifizieren. Die sehen aus wie wir. Du und Isa hatten ja gepumpt ein bisschen Zeit lang. Naja, was heißt also Pumpt? Also wir haben sowas wie Azaz hat das erste Mal mit uns resoniert, so, wo wir gesagt haben, die im Video sehen aus wie wir, die Hood sieht aus wie wir, Sturmmasken, Pitbull, Camouflage, ja gut, wir sind so. Alles klar. Aber du hast kein Wort verstanden. Er hat angefangen zu rappen und dann war vorbei. Weißt du, so Hessener Nuscheldialekt. Auf jeden Fall, aber trotzdem, von der Energy her, war das so, ah, okay, das kann ich fühlen so. Und dann steht der Bruder auf einmal in unserem Plattenladen in Kreuzberg, so total, so unscheinbar so. Weißt du, so dickt seine Platten und im Hintergrund steht Türsteher, so Melanie. So, weißt du, Mel Beats. Geil. So, bewacht ihn. Und ich guck so, das ist doch der Typ aus dem Fernsehen, Alter, den kenn ich doch, Digga. Und niemand in diesem Plattenladen hat sich einen Furz um ihn geschert, weil keiner Deutschrap damals kannte. Ja. Es war damals einfach nicht so. Keiner weiß, wer er ist. Ich sag so zu ihm so, ey Bruder. Also er guckt so. Er sagt so, ich wollte dir nur eine Sache sagen, sag ich. So, ich kenne dein Video. So, wir mögen das, was du machst. Mach bitte weiter. Alles cool. Er hat sich so mies gefreut, Digga. Ja. So, dass er erkannt wird in einer damals anderen Stadt. War ja auch, so. Damals war ja auch, wenn jemand in der Hood in Berlin, Alter, nur nett zu dir ist, dann kannst du dir schon was drauf einbilden. 2001, Alter. 2002. Digga, das ist ewig her, Digga. Digga, soll ich eine Azad-Geschichte erzählen? Jetzt lasse ich hier, jetzt fällt der Vorhang. Ja, ich habe noch nie eine Feature-Absage bekommen, mein Leben. Ich habe jedes Feature bekommen, was ich wollte. Ich habe einmal eine Absage bekommen. Von Azad. Ja, das fand ich auch damals komisch, weil ich habe gesagt, wenn er Straße ist, muss er die Straßenconnection pflegen. Man, Straße respektiert Straße. Ich hatte über Jonesmann, guter Künstler, befreundeter, mit dem ich viel Musik schon gemacht habe. Belasch hat auch tolle Sachen für die Homies produziert. Der hat viele Lieder gemacht für mich. Und dann hatte ich gefragt und dann kam einfach so chirurgisch, das mache ich selbst, deswegen hate ich das nicht. 3000 Euro. Habe ich natürlich nicht gesagt. Für 3000 kann ich besser investieren. Ich würde nicht für Feature bezahlen. Aber das war schon ein krasses Ding, aber don't hate the player, hate the game. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von der Musik und hat das auch nicht an der Krone gekratzt, er macht gute Musik. Ich dachte aber noch, wer die Straße kennt und Boogie nicht kennt, hat die Straße verpennt. Aber bei mir ist mit Azad einfach auch so ein Grundprinzip. Ich habe angefangen wegen Frauenarzt, Taktlos, Savage, Bassbox und Azad. So die Dinger, die CDs, die Tapes waren bei mir in meiner Kackwohnung in Schöneberg in Friedenau. Und deswegen kann ich einfach nur, wenn irgendwas mit Azad ist, dann sage ich, ey. Immer Props, fertig aus. Das ist für mich Hip-Hop, das gehört für mich dazu. Deswegen sage ich ja, diese ganzen Sachen, die manchmal ablaufen unter den Generationen und so. Ja. Ich probiere ja in die Relevanz in der dritten Generation. Ich war in der ersten Generation Agro Berlin, in der zweiten Farid und Kollega. So, weil ich war so jung in der Agro-Berlin-Generation. Ich war der kleine Junge, der ein bisschen was abbekommt, ja. Und ihr wart die Älteren und so. Und deswegen, jetzt in der dritten Generation bin ich immer noch dabei und will relevant sein. So, deswegen, ich will, dass Azad das genauso hat, weißt du? Ja, so, weil für dich ist er auch. Ich krieg jeden Geburtstag von Commander die Alben geschenkt. Auch sein letztes Trap-Album Next Level. Jetzt hat er ein ganz aktuelles. Habe ich noch nicht. Kommt erst auch. Der ist verschoben ein bisschen. Ah, oh, verschoben. Ja, ja. Mega gut. Feier natürlich auch Kess und Manuelsen, also so sehe ich es. Bei Beef ist für mich wie Biggie und Tupac früher. Da so bei Beef, ich feiere Manu krass, mit dem habe ich schon ein Video gedreht, wir sind übelst gut miteinander. Kess gebe ich riesen Props. Was sagt ihr denn zu der Aktion? Kess hat mir riesen Props gegeben. Der ist auch cooler Typ. Der hat mir einen extra Track hat er gewidmet, sagt er, hier schlafen Frauen zwischen Druffis, doch ich bleib im Hood wie die Tape von MC Boogie. Yeah. Aber riesen Props, dann finde ich das auch immer schade. Es war natürlich auch, wie viele Schaden waren, dass wir gegeneinander geschossen haben. Ich habe dann oft von Fanseiten bekommen, war Vertrag mit Flair. Ja, unsere Songs waren immer Dings auch richtig geballte deutsche Power, jetzt ist Deutschland sauer. Unser Plan geht auf wie die Berliner Mauer. Ja, überkrass. Denn die Straße lässt nicht los. Berlin, über alles in der Welt. Wir haben viele Hits gemacht. Was haltet ihr von der Situation, von der Animus? Alle am Kameradenweg willkommen. Friedenspfeife, Rauchen, Bon. Ich streue jeden ein. Nee, also ich sag ehrlich. Der Boogie auf Weedkopf ist nur auf Frieden immer. Ja, ich kann nur beißen. Dieses Zeug hier sollte an alle von den beiden Camps so gratis verteilt werden. Da gibt's nie wieder Schläge. Genau, mehr. Wie diese Bomben normalerweise mit Weed ab, über Kriegsgebiete Weed ablassen. Nee, ich sehe das so ein bisschen auch, ich fand's schade, aber ich hab auch irgendwie konnte ich Manu verstehen, weil ich hab erst dieses Video gesehen, dachte, was ist da los? Dann habe ich auch gesehen, Animus provoziert. Ja, ist halt.
Mit Frau ist krass. Schade, ja, und ich wäre auch fuchsteufelswild. Also ich bin auch gläubig und habe aber auch eine Frau, die immer manchmal auch, meine Freundin ist auch zum Beispiel im Bam Bam Killer Video zu sehen, mit Bikini, und da wäre ich auch sehr angepisst, wenn mir jemand da dumm kommt. Und dann habe ich auch gesehen, wie er sich auf die Brust haut, sagt mir, ob ich jetzt was falsch gehe, und meinte, komm vorbei, also irgendwie, naja, dumm gelaufen. Klassische Lose-Lose-Situation. Aber ich muss sagen, Animus macht starke Musik und Manuelsen auch. Sollten sich aufrappeln. Das hat damit jetzt gerade gar nichts zu tun, ganz ehrlich. Ja. Ich will jetzt nicht Dings hier eklig klingen, aber an diesem Podcast das, Ding hat, gesprochen. Das Ding hier, ganz ehrlich, 100% Real Talk, hat für mich nichts mehr mit Musik zu tun. Leute, die sich so intensiv privat kennen und so, bei auch noch Familiengeschichte und so weiter, dann ist Musik vorbei. Für mich persönlich ist Musik vorbei. Deswegen, ich finde, beide sind aus der Sache, sind sie nicht gut rausgekommen. Nee. Menschlich gesehen, straßenmäßig ist die Lose-Lose-Situation für beide. Weißt du, der eine hat sich vielleicht ein bisschen zu doll auf die Brust geklopft, der andere ist halt nicht alleine aufgetaucht, hat die Sache im Endeffekt nicht alleine geklärt. Viel zu viele Kontroversen daneben und dann dieses Video und so weiter, alles ist in so einen hässlichen Bereich gegangen. Deswegen, ich muss mal, das Ding ist so, ganz ehrlich jetzt, so, ich habe Animus, ich war damals in seinem Video drin bei drei Affen. Du hast ihn mal gefeiert. Da kam ins Studio, du hattest Animus an, meinte, der ist nicht schlecht, hör mal, Baby. Animus hat mich damals angeschrieben, 2007 oder so, genau. Und wollte ein Feature haben. So. Genau. Der hat es gefeiert, iranischer Straßenrap, dies, das. Er ist Irader, ja. War ich quasi eigentlich der Erste, der das gemacht hat. So, die anderen kamen dann, ich habe jeden Einzelnen aber mal Props gegeben, weil ich dachte, Blut ist dicker als Wasser. So, das war so dieses Iran-Ding. Und weißt jetzt du hast so? Eine Kartoffel als Partner, Karma. Ja, cool. Ey, ganz ehrlich, ich habe keine Farbe und was weiß ich nicht was, ich habe keine solche Grenzen. Aber ich habe Leute angeschrieben damals, einmal für mich selber, aber reicht. Auf jeden Fall, wie gesagt, Animus war ja damals bei uns willkommen, hat sich gut benommen. Animus hat mich gefragt, ob ich in sein Video komme, drei Affen. Und das war die Zeit aber, wo er mit Flair Beef gehabt hat. So. Und er hat sich aus verschiedenen Städten, hat er sich Leute geholt, die im Video dann halt das repräsentiert haben. Und ich weiß noch ganz genau, dass wir so eine Situation hatten, weil ich kenne jetzt Flair auch nicht gut. Wir sind uns nicht oft über den Weg gelaufen. Mhm. Aber kennen tue ich ihn jetzt seit auch knapp 10 Jahren. So. Das erste Mal damals bei Jorkive, glaube ich, haben wir uns mal gesehen. Das war 2008. Habe ich auch ganz normales Gespräch mit ihm geführt und ich will keine Bitch sein, weißt du so? Und damals war diese Situation halt so, wo Animus gegen Flair viel geschossen hat und fragt mich, ob wir ins Video reinkommen. Wir haben das unter uns in der Hood bequatscht und sind zu dem Ergebnis gekommen, dass Flair einer von uns ist. Und egal, was die Leute jetzt gerade über ihn jetzt gerade reden und wie unbeliebt vielleicht dieses Thema ist und keine Ahnung was, dass wir, was das angeht, was unseren Berliner Jungen angeht, auch wenn er Scheiße gebaut hat, nicht vergessen dürfen, dass unser Berliner Junge ist. So, jetzt fragt mich der Bruder, willst du in mein Video kommen? Sage ich, okay, ich mache das jetzt, weil du mich fragst, als Freund, aber wir machen deine Zeichen und so nicht. So. Die anderen haben alle so Zeichen gemacht, so nach dem Motto, man redet nicht mit Bullen und so, weil er stand damals im Verdacht, mit Bullen gequatscht zu haben. So, habe ich gesagt, wir schieben die Flair-Filme nicht, wir werden nichts machen, was in der Richtung zu tun hat. Du willst, dass wir Berlin repräsentieren, ich bring dich nach Kreuzberg. Mhm. Haben wir uns da gerade gemacht, Monster von Massaker war mit dabei, Muji war dabei, 36 Boys Boss, einer der besten Boxer, die waren. Jungs von Dings hier Dresdner, so ein, zwei Gangster, nicht viel. So, weißt du so, in dem Stil haben wir halt Berlin so für uns so, haben wir da gestanden. Als alle haben gesagt, wir machen das, weil du uns sagst, komm. Ich habe auch nicht viele Leute gefragt, aber wir haben einfach Berlin-Kreuzberg repräsentiert. Aber ich habe zu ihm gesagt, die Filme schieben wir nicht. So. Im Endeffekt ist es dann darauf hinausgelaufen, dass Animus sich irgendwann, wo er ein bisschen Fame und so gehabt hat, nicht mehr zurückgemeldet hat bei mir. So. Weil wir hatten damals abgemacht, dass er ein Feature macht und so. Er hatte mich ja vor Ewigkeiten nach einem Feature gefragt. Und dann war ich auf ihn, Alter, gut abgekaut, muss ich ganz ehrlich sagen. So, ich habe mich so gefühlt, als wenn ich seine Ex-Freundin bin oder so. Also ich war schon wirklich sauer, ich muss ganz ehrlich sagen. Weißt du, wir haben Dings ihr Gesicht gezeigt für dich. Wir standen in deinem Video gerade. Dein Gesicht ist was wert und Kreuz. In dem Augenblick, Alter, musst du nur verstehen, wir zeigen nicht für jeden unser Gesicht. Und das auch vor allem die Leute, die neben mir gestanden haben, die zeigen ihr Gesicht, weil ich sie gerufen habe. Nicht, weil die ein Problem mit deinem Typen haben, mit denen du Beef hast, oder weil du die gerufen hast. Die sind nur da wegen mir. Hm. So. Weißt du so? Und dass diese Sache zu so einer größeren Geschichte wurde mit Städte und Gangster zeigen und dies und das im Endeffekt im Video, kam mir dann so vor, als hätte er sich Street Credibility bei uns genommen, die er in dem Augenblick gebraucht hat. Das ist aber genau dasselbe Thema wie mit diesem Bullenthema, Dicker. Das ist genau dasselbe. Die Leute reden darüber, die wissen nicht, worüber die reden. Und dann kommt ein Typ aus Heidelberg, der studiert hat und geht nach Berlin und redet irgendwas von Straße und Omerta und reden und nicht reden und sowas. Und das machen die, weil die, keine Ahnung, zu viel Robert De Niro Filme gesehen haben, habe ich manchmal das Gefühl. Und ich will damit sagen, wenn du wirklich in so einer Stadt hier lebst und wenn du wirklich die Scheiße vor der Haustür hast, dann ist es ein ganz anderes Thema. Und dann ist es auch nicht mehr so einfach.
zum Beispiel, wenn morgen das Rocker-Dezernat bei deinem Konzert ankommt, Alter, so, und du zeigst den, keine Ahnung, machst da auf Tupac Fuck the Police, das ist völlig unnötig. Ich habe noch nie in mein Leben Bullen gerufen, weil ich habe auch so krass oft den Preis gezahlt dafür. Ich meine, wir sind mittlerweile in einer Szene, wo die Typen kommen abknallen. Und vor den Kindern schießen. Ich will ein anderes Thema aufmachen. Wo das LKA zu dir kommt und dir sagt, wir denken, dass du von dieser Fraktion bist. So, und wenn wir das von dir denken, so, dann hast du SEK bei dir und die wecken dich und deine Frau und dein Hund. Und ich sag euch ganz im Ernst, nicht bei mir. Deswegen sage ich zu jedem LKA-Beamten, der zu mir kommt, hör mal zu, ich kann mit denen nicht über andere Sachen reden, ich will mit denen nicht über andere Leute reden, stell mir keine blöden Fragen, so, aber ich mache ein seriöses Geschäft und die Zeiten sind vorbei, dass auf der einen Seite mich die Straße dafür benutzen kann und sagen kann, ey, wenn du uns jetzt nicht Geld gibst, dann bist du ein Verräter, und ich mache nicht mehr die Filme mit, dass ein Bulle zu mir kommen kann und sagen kann, ey, Herr Lusensky, Sie sind so ein krasser Gangster, Sie sollten uns was erzählen. Ich bin mit keinem. Ich bin der einen Seite nicht unfreundlich gegenüber und ich bin der anderen Seite nicht unfreundlich gegenüber, aber ich stehe nur für mich. Ich bin nur für mich. Von mir bekommt keiner was, egal was, in welcher Form. Und wer meine Freunde sind, sind meine Freunde. Das heißt, Rücken heißt, also wenn du Leute hast, die kommen aus so einem Umfeld, dann sind es deine Freunde. Und das ist ja bei dir. Wenn du Freunde hast, oder wenn irgendein anderer Rapper krasse Leute als Freunde hat, dann brauchst du keine Feinde bei uns. Dann stehst du deinen Freunden. Musst du, klar, aber ich bin nicht jemand, der Straftaten begeht, also das, was die mir vorwerfen. Und deswegen kann ich zu Straftaten generell nichts sagen. Verstehst du, was ich dir erklären will? Das heißt, ich kann höchstens, wenn ich jetzt ein mieser 31er bin, dass du hier heute gekifft hast. Was weiß ich denn, was ihr macht? Also deswegen sage ich, dass diese Animus-Leute dann kommen und daraus diesen Gangsterfilm machen, um dann halt Leute in der Öffentlichkeit sozusagen dann so als Punchline. Du bist 31er, rede mit dem. Den einzigen Typen, den wir haben in Berlin, der wirklich mit den Bullen zusammenarbeitet, ist Bushido. Offiziell. Und warum? Klingt hart, ja, ist traurig. Und es klingt, und das wiederum macht er aber auch nur, weil er die Öffentlichkeit für sich benutzen möchte, um als Saubermann dazustehen, um den Rechtsstreit gegen Arafat zu gewinnen. Nur deswegen. Er springt natürlich auch bestimmten Leuten voll auf die Meinung auf, die halt sowieso gerade gegen solche Richtungen pöbeln. Da Mann, er will, wie er weiß, er wie weiß. Wie gesagt, bei mir rufen sie gerade auch alle an. Ja, ich sag immer, trau der Presse, Lügenpresse auf die Fresse. Also jetzt nicht wie die rechten Lügenpresse sagen, aber die Medien machen nur Unheil, bringen nur Schlechtes. Er weiß, er redet sich da um Teufel. Guck mal, wenn, wie gesagt, also ich will niemanden in Schutz, ich ergreife auch für niemanden Partei, aber ich kann nur eine Sache sagen, dann muss ich leider auch, dann bin ich dann doch sehr, sehr gut mit Arafat befreundet. Es gibt keine reelle, akute Bedrohung gegen Kinder. Schwachsinn. Niemals hätte Ari das gemacht. Schwachsinn. Wir kennen ihn alle von der Straße. Ich glaube nicht, das sind Sachen, die höre ich wirklich nur aus Pablo Escobar-Filmen oder Dokumentationen. Das ist eine Sache, die fand ich zu crazy. Und da habe ich dann irgendwann gesagt, okay, jetzt werde ich mal in einem Interview darüber reden. Ansonsten sage ich auch den Bullen, die haben mich vorgeladen letztens, also die Staatsanwaltschaft hat mich vorgeladen, jeder, der sich ein bisschen auskennt, weiß, du musst dann dahin, wegen dieser Sache, dass Arafat der Telefongespräche aufgenommen hat. Man, die Bullen, Arafat hat in seinem Haus Kameras, die immer aufnehmen. Und jetzt, was mich betrifft zum Beispiel, ich gebe nur dieses Beispiel, dass du weißt, was die sich draus stricken. Und wenn du in dieses Haus gehst, wirst du aufgenommen und er hat Bushido die ganze Zeit aufgenommen. Er hat auch mich aufgenommen an dem Tag und hat mir aber auf der Aufnahme selber gesagt, dass er gerade aufnimmt. Verrückt. Also weißt du, weil wir haben bei dem Gespräch auch nur über Aufnahmen geredet. Richtig absurd, pass auf. Das sind Kameras und das ist so eine App, du kriegst die Aufnahmen auf dein Handy. Er löscht die Aufnahmen. Die nehmen das Handy und holen die Aufnahmen wieder hoch. Kann ich mir voll vorstellen. Du kannst ja Sachen, also die Bullen, wenn sie dein Handy nehmen und sie löschen Sachen, dann holen die Aufnahmen wieder hoch. Dann laden die mich vor, dann sitze ich da wie ein Spaß und sage denen, warum laden sie mich überhaupt vor? Auf der Aufnahme sagt der mir doch, dass er mich gerade aufnimmt und wir reden über Aufnahmen. Glaube ich dir voll flüssig. Also crazy Sachen, Dicker, was die Bullen gerade abziehen. Entschuldige, eine Sache noch. Und ich will damit sagen, ey, guck mal, wir sind alle kein, ich bin jetzt kein Gangster so, ich bin jetzt kein Vollblutgangster, aber eine Sache, ich kenne mich mit dem Rechtsstaat gut aus. Wenn ich den Verdacht bei dir habe auf Kindesentführung oder räuberischer Menschenraub oder was die da rumbasteln, dann rufe ich die, dann lade ich nicht andere Leute vor wegen Aufnahmen auf dem Telefon. Und deswegen sage ich, der Bushido macht es und deswegen regt mich das auf, nur um der Öffentlichkeit zu sagen, er ist ein Opfer und er wird er hin und her. Und es geht ihm nur um Geld. Ich glaube, wegen dem schlechten Wetter letzten Sonntag sollte auch Ari schuld sein. Jetzt mal Spaß beiseite. Bei mir waren, mein Sohn ist ja, als Bushido dann Zeugenschutz gegangen ist und mit der Polizei. Und nochmal eine Sache, ganz kurz, Zeugenschutz kannst du ablehnen. Die Leute sagen ja, er muss
Schwachsinn. Weil die Geister, die er rief, und ich will nicht, ich will keinem was Böses, nur richtig. Mein Sohn hat mit seinen Kindern gespielt, ich war auch, deswegen war ich auch bei Geburtstagen noch. Richtig. Und wollte ja, wirklich nichts Schlechtes, nur das, ich wollte dann immer, da hat man drei Augen schon zugedrückt, weil er hat sein Wort wieder nicht gehalten, wie er sich präsentiert, wusste man schon immer, seine Kunstfigur, aber trotzdem sehr viel Liebe auch immer probiert. Aber das war dann echt aus, als er mir für seine DVD dann vor einigen Monaten, wir hatten gar keinen Kontakt, und sagt, Chente, komm, mach doch, und dann denke ich, geht eine History geht da ab, ja. Und ich komme da hoch, bin bei mir oben am Kameradenweg, streue den Blunt schon ganz gemütlich, zeige mein Rust-Graffitis, denke ich, jetzt geht es darum, ja. Mhm. Und dann kommt er erstmal gar nicht mit, kamen da fremde Leute, im Nachhinein muss die Bild gewesen sein. Es ging nur um die Böse. Dann frage ich, wo kommt es? Ja, größer als YouTube. Und dann habe ich alles gesperrt, war auf einmal die bösen Großfamilien, der arme Bushido, was glorifizierst du an ihn, was macht ihn zum Held? Ich konnte keine Antworten finden. Mhm. Und dann ging es die bösen Großfamilien, und da musste ich echt ein bisschen schmunzeln. Ey, was machen denn die bösen Großfamilien im Kriminalitätsbereich verglichen mit den Leuten, die mit dem Finger auf die Großfamilien zeigen? Jetzt tausch mal den Begriff Großfamilie aus mit Vatikan Rocker oder Vatikan, keine Ahnung. Man kann es bei jedem machen. Lass mal Vatikan. Vatikan ist dann schon wieder Dings hier. Wird jetzt wieder sehr global. Muss gar nicht sein. Guck bei deiner eigenen Regierung, guck bei deiner eigenen Polizei. Guck, wenn einer bei deinem Kumpel einreitet, wo 20.000 Dopegeld ist, dass nur noch 10.000 übrig sind, rechne die 1+1 zusammen. Auf der anderen Seite, die größten Verbrechen überhaupt sind nicht irgendwie Schutzgelderpressung von Diskotheken oder im Kokainhandel sein Ding zu machen oder keine Ahnung. Kapitalismus. Nein, die größten Verbrechen auf der Welt ist, andere Leute umzubringen. Ja. Das sind die größten Verbrechen. Vergewaltigung eigentlich, Kinderschänderei und Mord sollte doch eigentlich als größtes Verbrechen gelten. So, in dem Augenblick dann, wenn du ganz genau weißt, ja, dass deine Regierung, weil die Deutschen regen sich mies gerade darüber auf, dass deine eigene Regierung an Sachen mitarbeitet, wo aber 10.000, 100.000, vielleicht mal 1 Million Leute mal einfach mal über den Jordan gehen. Danke. Verstehst du, was ich meine? Ja. Das sind Sachen, die sind keine Verschwörungstheorien. Da reden wir nicht über Vatikan. Da geht es um Kriegsrechtverletzungen. Genau. So, und diese Sachen passieren die ganze Zeit Hand in Hand. Mit den. Länder werden bombardiert, Leute verlieren ihr Leben, aber auch im hinterhältigen Bereich auch, gar nicht Mord und Totschlag und Krieg, sondern vielleicht zum Beispiel auch, was jetzt gerade in den Nachrichten ist mit Monsanto und Bayer und so weiter. Die Leute werden vergiftet von morgens bis abends. Es gibt voll viele Sachen, an denen die so corporate-mäßig beteiligt sind, also wirtschaftlich. So, und am Ende des Tages, wenn du dir das anguckst, was die Medien gut reden, wenn die promoten, wo sie den Daumen hoch geben und was sie den Leuten zeigen, was richtig und falsch ist und was im Hintergrund passiert, wie viele Leute ihr Leben verlieren, dann kommen sie zu mir und quatschen mich voll von arabischer Kurdenfamilie. Ja, genau, Digga, willst du mich jetzt komplett verarschen oder was? Also dein Punkt ist der, dass du der Meinung bist, dass sozusagen gerade so Bild, jetzt reden wir vom Bild, weil dann einigen wir uns auf einen Laden so, diesen der so wie, auf der einen Seite sollten sie die Moral, also eine Doppelmoral unterstellst du denen. Hast du vollkommen recht. Auf Seite 2 die arme Janine, die anschaffen geht, auf Seite 40 kannst du sie mieten. Genau. Das ist jetzt so im kleineren verdeutlicht. Mhm. Aber du hast vollkommen recht, also am Ende des Tages ist jetzt auch egal, ich will jetzt auch nicht zu philosophisch werden so, aber ich sag halt nur, dass für mich in der Hip-Hop-Szene, ich will eine Sache in der Hip-Hop-Szene, für uns alle. Ich will, dass sich Milieusachen raushalten. Weil ich habe mich, wenn Leute sich dazu entscheiden, ins Milieu zu gehen, dann müssen sie auch damit leben. Du kannst nicht mit Milieu chillen, du kannst nicht Dinger drehen und wenn du dann erwischt wirst, kannst du nicht deine Leute verraten. Aber du hast dir das ausgesucht. Genau. Aber irgendwelche Mädels oder irgendwelche kleinen Rapper, die jetzt hier Musik machen wollen, die sich dann mit Milieusachen auseinandersetzen müssen, das müssen sie nicht. Bruder, ich sag dir ganz ehrlich, das, was ich dir damit sagen will, ist einfach nur, diese ganze Debatte ist eine Phantomdebatte. Danke. Richtig, da versuchen Leute einfach von den Sachen abzulenken, die uns von morgens bis abends richtig vergewaltigen. Ja. Und dann zeigen sie uns so diesen kleinen Kram. Aber du hast vollkommen recht. Aber ich will nicht, ich als Flair jetzt in der Öffentlichkeit, sage ich ganz im Ernst, das ist nicht mein Thema. Also du hast recht und ich gucke das auch und da bin ich Laie bei diesem Thema. Ich hab eine Meinung, aber du kannst mir da bestimmt viel erklären. Ich sag halt nur, für mich in meiner kleinen Welt, da will ich so ein bisschen was bewegen. Ich will nicht in meiner Welt, dass es normal wird, dass da ein Typ kommt, der andere unterdrückt und weil du einen Rücken hast. Ich will das nicht, Dicker. Weil das viele Musiker gibt, die haben sich nicht dazu entschlossen. Die wollen Musik machen, Alter. So, und ich Dicker, weil du auch von da diese Sache angesprochen hast. Ich selber hab mir auch schon auf die Finger verbrannt. Ich rede jetzt so, ey, ich mach alles richtig. Nein, ich hab's aus eigener Erfahrung gelernt. Ich dachte, es geht nur um Kunst, ich dachte, es geht nur um Musik, ging es nie. Es ging immer darum, was zu holen, für gewisse Leute. Und das ist aber auch deren Welt.
Das heißt, wenn du dich auf solche Sachen einlässt, beschwere dich nicht, dass du am Ende, also weißt du, es gibt jetzt genug Sprichwörter, die brauchen wir hier nicht loslassen, so. Aber am Ende des Tages so, große Fresse haben ist okay, Boxen ist okay, beleidigen ist okay. Aber dann mach, wir machen es bitte unter unseres und in unserem Milieu, so. Und komm nicht zu mir und verkauf dich als was, was du nicht bist, nur weil du irgendwo die Eier geliehen hast. So. Und das sind so Sachen, die mir mittlerweile so auf die Eier gehen. Und das war früher zu unserer Zeit in der Graffiti-Szene, Mann, da waren wir irgendwie auch noch unter uns. Kam immer ein paar Ausnahmen rein. Mhm. Es gab immer einen, der noch krasser ist, der immer noch mehr auf die Kacke gehauen hat. So. Aber am Ende des Tages so war das, da wo jetzt Geld ist, und das ist auch eine Sache, glaube ich, wo du auch viel drüber reden kannst, da, wo jetzt auf einmal das Geld ist und die Gier ist in dieser Hip-Hop-Szene und die Leute hören was von Vorschüssen und von dies und von das, es darf halt nicht so passieren wie in Amerika, Digga. Wir sind gerade da, wo es, keine Ahnung, zu der Zeit, wo NWA in Amerika kam. Ich weiß nicht, wo wir jetzt im Zeitfenster sind. Mein Vater sagt immer, jetzt Amerika 10 Jahre immer zurück. 10 Jahre immer zurück, genau. Das heißt, ich habe keinen Bock, dass hier Leute wirklich anfangen mit Dings, Alter, richtig Erpressung und Schießen, nur weil so viel Geld jetzt im Spiel ist. Aber je mehr Geld da drin ist, desto mehr Potenzial ist dafür da. Richtig. Weil die Geier sind immer nur da, wo das richtig. Schwache Fleisch auf dem Boden liegt. Richtig. Das ist immer das Gleiche. Und deswegen ist ja auch ganz normal, brauchen wir uns nicht wundern. Hip-Hop hat halt als eine kleine Kultur angefangen, da hat es keinen interessiert. Dann haben die Leute das Geld gerochen und auf einmal waren die Geier da. In Amerika ging ganz schnell. Ich habe angefangen, Kaffee kannte keiner Namen. Irgendwann 2005 kannten alle den Namen Bushido, Massiv wohl und Kaffee geredet. Das ging schon dann los. Ne? Je mehr Geld da drin ist, desto mehr Hyänen sind um dich rum. Und was viele Leute, finde ich, von der aktuellen Generation, alleine was die Thematik angeht von Rap und so weiter, nicht verstehen. Jetzt geht's ja total nur noch um Materie. Also so Geld halt und dieses ganze Ding so. Weißt du, wer hat mehr Bling, wer hat bessere Schuhe, wer hat bessere Jacken, wer hat geilste Auto, wer hat die meisten Bitches und so weiter. Das ist so alles Materialstuff. Das hat mit dem menschlichen Charakter nichts zu tun. Und dann wundern sie sich, dass sie umgeben sind nur von Leuten, die sich darauf fixieren. Ja, da sagst du was Gutes. Wenn ja. du nichts hast, Digga, und die Leute sind um dich herum und die sind deine Soldiers ja, und deine Homeboys, ja, dann weißt du ganz genau, die sind nicht wegen irgendwas da. Und das hat mit der Hip-Hop-Szene gar nichts zu tun. Ist auch, wenn du ein Street-Hustler bist. Ja, wenn du anfängst, Money zu machen auf der Straße mit irgendwas und auf einmal du hast aber 6, 7 Leute um dich herum, die haben deinen Status noch nicht. Wenn du anfängst, alle immer einzuladen und immer Essen zu spendieren und so weiter, Club, ich mache, komm mal, ich mache, dies, das, hier und da, dann wundert dich nach einem Jahr nicht, dass diese Leute nicht wegen dir da sind, wenn dein Geld weggeht. Am Ende des Tages Straße und Rap-Geschäft, bei beiden ist das gleiche Prinzip. Wenn die Bitches, der Fame und das Money weg sind, bleibt nur noch der Mann im Spiegel übrig. Das ist das Prinzip. Und 99% von denen, die da drüben big waren in Amerika, sind broke geendet, Digga. Deswegen, ja. Dieses Ding ist kein Sprint, das ist ein Marathon. Richtig. Und wenn du Leute um dich herum haben willst, die wegen dir da sind, die wegen dir losziehen in den Krieg oder mal eine Schulter für dich da haben, wenn du mal komplett am Boden bist, aber du hast kein Money auf der Bank, dann weißt du, okay, alles klar, auf die kann ich zählen. Die, die gekommen sind, weil du immer schwindiert hast, musst du aufpassen. Deswegen weißt du? Gehe ich nicht auf Party. Da, die lieber drei, pleite gemeinsam als einsam. Die drei Party-Stories, die ich habe, da wurde ich dann bezahlt, deswegen, das war auch Job, aber ich gehe auch nicht gerne weg, also. Wegen diesem ganzen Trubel. Ich halte mich doch fern. Ich war Türsteher, bevor ich wieder ins Rap-Game war, ja, danach. Nach Agro-Zeiten war ich Tür, hab alles geschnuppert. Ich sag, wer sich am Milch verbrannt hat, pustet auch bei Joghurt. Auch nur, wenn ich Gage bekomme als Special Guest, freiwillig auch sehr, sehr ungern. Wenn gerne privat, meine Mucke, mein Whisky. Mein Deichow. Und alles, was im Langwitz passiert, bleibt in Langwitz. Deswegen, wir feiern nur in Langwitz. Das ist auf jeden Fall wie in Las Vegas. Da funktioniert das auch nicht. Baby, guck mal bitte, ob du eine Überdosis Deichow bekommen kannst. Ja, Dings, ey, lass mal hier ein bisschen links die Dosen nochmal in Szene setzen. Oh. Aber ich meine, zum Abschluss nochmal, guck mal, deswegen, egal ob es jetzt um Werte geht oder sowas, oder dann wird man immer so, das klingt dann immer so wie von wegen, ja, du verkaufst nicht 3 Millionen Platten, deswegen redest du die Werte jetzt hoch. So, es geht darum, was mich mittlerweile abfuckt ist, dass es genauso ist, dass Leute sagen, also ich bin auch Rapper, ich sage, ey, Geld, geil, machen und tun. Aber ich will den Leuten erklären, der Mann macht das Geld nicht den Mann. Verstehst du? Geld haben ist keine Sünde. Aber mittlerweile sagen die Leute, egal wie, du siehst Leute, diesen Abzieher, diesen Betrüger, dann stellen die sich noch ins Fernsehen oder vor YouTube hin, stylen sich da hübsch, Alter, und sagen, ist doch egal. Die Leute kaufen meine Mucke. Und das ist so eine Sache, wo ich da merkst du, dass die Welt mittlerweile fucked up ist. So. Leute kommen und sagen, ja, ich bin halt eine Fotze, aber ist doch egal, läuft doch. Und solange es läuft, der Zweck heiligt die Mittel, ist alles okay. Und das ist eine Sache, die mich mittlerweile nervt. Mich nervt es auch immer voll. Egal bei welchem Relevanz. Es ist gut, dass er das sagt, weil er ist aus einer Kategorie, wo er eigentlich die andere Seite
repräsentieren könnte. Du könntest auch sagen, Dicker, was laberst du mich voll? Ich habe so und so viel Instagram-Follower, so und so viel Spotify. Ich bin vielleicht nicht Bones, aber ich bin ganz knapp nur darunter. Ich habe Erfolg, halt deine Fresse. Egal, was du als Argument bringst, dass ich Erfolg habe, Money habe, Klicks habe, dies, das, rechtfertigt jetzt alles, Alter, was ich sage als Meinung. Ja, ich war immer, das ist, so, das ist menschlich nicht möglich. Wenn ich Geld hatte, konnte ich die größte Scheiße machen und das Dope hatte. Wir haben gesagt, ja, ja, aber wenn du broke bist, hätte ich keine. Eine Sache, die man auch nur mit Leuten besprechen kann, die vom Fach sind. Digga, Andrea Berg verkauft mehr als wir alle, aber sie ist wack. Das habe ich immer gesagt. Und Leute haben dann, natürlich habe ich es dann oft in Interviews erzählt, wo es dann um Beef ging und um Streit mit einem anderen. Und dann ging es ja darum, dass du dann den anderen schlecht redest. Ich sag's jetzt allgemein. Bro, Rap und Hip-Hop wurde erfunden, weil es gab davor Popmusik und Popmusik war wack. Irgendwelche Weiber, die Texte singen, die sie nicht geschrieben haben, die künstlich im Video rumtanzen, bla 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 bla. Zu viel Schminke. Zu viel Schminke, so. Und deswegen sage ich, dass das sozusagen, wenn ein Rust ein Train gemalt hat oder wenn Dyke oder egal, wer Skim, wer Dean Style malt, ich kann nicht verstehen, wie heutzutage die Leute auch malen, Graffiti machen, Dicker, und sich selber nicht schämen für die Sachen. Das sind die Sachen, die mir wehtun. Und jetzt kommt's, es ist aber egal. Die malen da ihre Bubble-Scheiße, haben dann 1 Million Follower bei Insta, so, und deswegen ist es denen egal. Und das ist die Frage, warum es so passiert ist. Warum ist es so passiert, dass die Leute nicht mehr darauf achten, was Style ist, was Dope ist. So. Und das Rebellische fehlt auch, sich nur noch anpassen, wir waren genau das Gegenteil. Keine Botschaft. Man könnte das jetzt nochmal auf 1-2 Stunden ziehen, ja, ja. Aber ich glaube, für heute ist erstmal genug. Ja, ja. Lassen wir doch die Leute mal so in dem Glauben einfach sitzen, dass das voll das geile Gespräch war und sie würden sehr gerne weitergucken, um noch mehr zu erfahren, was unsere Meinungen sind. Mhm. Dafür kommen wir das nächste Mal wieder. Deswegen. Dankeschön. Bro, ich muss an der Stelle sagen, wie ich letztes Mal mit meinem großen Bruder Sauerstoff gegeben habe, ich bin sehr froh, wieder dich als Homie zu haben. Dankeschön. Wir haben zu viele schöne Sachen erlebt. Cool, dass du da warst, Digga. Ja, gerne, war mit Ehre. Lizzie, war cool mit dir. Oddcast, hast du dich wohl gefühlt? Oddcast? Denkt ihr Oddcast? Ist nur Oddcast. Make Hip-Hop great again. Yeah. Bist du passiv steif? Ich glaube, ja, ein bisschen. Alter. Ah. Dann hat alles funktioniert. Dann hat alles funktioniert. Ah. Bombe. Yes, baby. Wie jeder weiß. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Also, ja, an der Stelle klopfen, nochmal Daisho danken und der Goldhammer Bar. Yeah. Eigentlich wirklich machen, mein Freund Dominik. All die am Tisch sitzen, sagen danke. Make Hip-Hop great again. It's all good, baby, baby.